So, dann ein herzliches Hallo von mir an alle lieben Teilnehmenden, an unsere Referenten und auch an Sie, Herr Becker. Tja, heute ist endlich wieder Time for Media und daher darf ich Sie alle ganz herzlich hier begrüßen zu einer weiteren Ausgabe unserer Veranstaltungsreihe. Ich möchte mich gern kurz vorstellen. Ich bin Tanita Blumenauer, bin Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Medienanstalt Hessen und werde Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten. Ja, mit Time for Media möchten wir als Medienanstalt Hessen wichtige Themen rund um unser Aufgabengebiet ansprechen und eben auch eine Plattform schaffen für regelmäßigen Austausch und auch zur Vernetzung. Und heute steht die Veranstaltung unter dem Thema Berichterstattung in Krisenzeiten über Angemessenheit, Grenzen und Sensationsgier in der journalistischen Arbeit. Den Fokus haben wir dabei heute auf den letzten 2 Jahren quasi, auf der Berichterstattung während der Corona-Pandemie und auch zu den aktuellen Kriegsgeschehnissen in der Ukraine. Tja, und ich freue mich jetzt ganz doll auf eine interessante Veranstaltung mit Ihnen, auf spannende Erkenntnisse und natürlich auch auf eine angeregte Diskussion im Anschluss mit unseren Referenten und darf hiermit schon an unseren Direktor der Medienanstalt Hessen, Joachim Becker, übergeben. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Frau Blumenauer, für die freundliche Anmoderation. Ja, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier aus dem Glutofen in Kassel. Aber ich glaube, das ist überall das Gleiche. Ich habe hier gerade noch einen Hinweis, dass ich eine Stummschalte, aber ich bin offensichtlich zu hören, oder? Ja, sind Sie. Dann kann ich das gut wegdrücken. Ja. Sie haben schon gesagt, Frau Blumenauer, das ist die zweite Veranstaltung dieser Art. Wir haben uns vor einiger Zeit mit einem Werbethema beschäftigt, nämlich wir sind der Frage nachgegangen, wie sich Influencer und die neue Werbewelt im Internet verständigen und haben heute natürlich ein gänzlich anderes Thema, denn heute steht wirklich ein drängendes Thema im Mittelpunkt unserer Veranstaltung. Sie haben es gerade genannt. Wir wollen uns mit der Berichterstattung in Krisenzeiten beschäftigen. Warum? Nun, wir sehen seit geraumer Zeit, sehen wir uns mit einer Vielzahl von Weltbildern, und zwar verengter Weltbildern, konfrontiert. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Absolutheitsanspruch erheben und andere und anderes schlicht und ergreifend nicht mehr gelten lassen. Und das führt zu einer gefährlichen Diskursunfähigkeit. Und diese Frage und infolge dieser Frage kann das auch zu Radikalisierung führen, zu Vertrauensverlust, zur Ablehnung der gesamten demokratischen Ordnung. Das ist im Übrigen ein Thema, was uns als Medienanstalt auch schon seit längerer Zeit beschäftigt und wir uns schon mehrfach mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, insbesondere auch mit Blick auf den Journalismus. Wir haben das während der Pandemie, Frau Blumenauer hat darauf hingewiesen, und im Ringen um den richtigen Weg ihrer Eindämmung erlebt. Es sind ja nicht nur die Bilder, die heute noch erschrecken, zum Beispiel von jener Demonstration der selbsternannten Querdenker, die im August 2020 versucht hatten, den Reichstag zu stürmen und damit das Herzstück der parlamentarischen Demokratie zu treffen. Wir wissen um die Vielzahl von Übergriffen und Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen oder sogenannten Spaziergängen. Nun haben wir es aber nicht nur mit Covid-19 zu tun, dieser, wie gesagt, einen Pandemie. Der beschleunigte Klimawandel und die zunehmende Migration zählen natürlich auch dazu. Und nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks, das muss man sich immer noch mal in Erinnerung rufen, waren das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen waren in 2020 schon 82 Millionen Menschen auf der Flucht. Und gerade bei diesem letzteren Punkt wächst, natürlich angetrieben durch Russlands Angriff auf die Ukraine, auch die Zahl der Bürger, die vor Krieg fliehen und Schutz in Nachbarländern oder auch weiter weg suchen. Womit wir bei dem alles beherrschenden Thema des Jahres 2020 wären. Wir dachten, parlamentarische Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, soziale Sicherung, Pluralismus und Individualismus sind das dauerhafte Exportmodell, das auch die Globalisierung bestimmt. Unsere Annahme war, wenn Russland eingebunden wäre, würde es sich nicht nur den Märkten öffnen,
sondern wir könnten auch damit die Zivilgesellschaft stärken. Dabei, ich glaube, so ehrlich müssen wir alle miteinander sein, haben wir einiges offensichtlich übersehen, beziehungsweise die einzelnen Mosaiksteine und Minitekel nicht zu einem Bild zusammengefügt. Wir sind damit bei dem entscheidenden Thema und dem Punkt unserer heutigen Veranstaltung, nämlich beim Prozess der Meinungs- und Willensbildung und dem Verständnis einer demokratischen und der Demokratie dienenden Öffentlichkeit. Dafür braucht es verlässliche Informationen, geprüfte Fakten, vernünftige Argumentationen und den Willen, sich damit auseinanderzusetzen. Manchmal habe ich das Gefühl, der ist nicht so wirklich ausgeprägt. Das und nur das ist die Basis für eine gemeinsame Wirklichkeit, auf der Positionen und Einschätzungen diskutiert und politische Entscheidungen reflektiert und bewertet werden können. Während der Pandemie haben wir zum Beispiel einen großen Vertrauensverlust in politische Institutionen erlebt. Doch was, wenn aus dem gesunden Misstrauen der Bürger, das sicherlich auch zu einer Demokratie gehört, ein übersteigertes Misstrauen wird? Wenn es von außen geschürt und als Waffe eingesetzt wird? Die knappe Antwort, meine knappe Antwort lautet, dann steht die Demokratie vor ganz besonderen Herausforderungen. Wir werden zum Beispiel zunehmend anfällig für Desinformation. Und entsprechende Kampagnen, die damit einhergehen. Darauf müssen sich die Öffentlichkeit, der Journalismus und nicht zuletzt auch die Regulierung, das ist nämlich unsere Aufgabe, einstellen. Für Medienschaffende und Medienunternehmen bedeutet dies auch, vieles auf den Prüfstand zu stellen und vieles zu ändern. Wir brauchen natürlich nicht nur valide Informationen. Um klug und entschieden handeln zu können, brauchen wir auch unterschiedliche Einschätzungen und Perspektiven. Eine Vielzahl an Denkmodellen ist wichtig. Wo liegen also im Wettbewerb um Quote und Auflagen die Grenzen zwischen objektiver Berichterstattung und Sensationsgier? Wie ändert sich die Arbeitsweise von Journalisten? Welchen Einfluss auf die Berichterstattung haben beispielsweise solche Media-Plattformen? Darüber und einiges mehr wollen wir heute Nachmittag sprechen. Die Expertisen und persönlichen Einschätzungen unserer heutigen Referenten werden uns ganz verschiedene Sichtweisen auf diese komplexe Thematik geben. Wir können uns auf Auszüge der praktischen Arbeit einer Tageszeitung freuen. Gleichermaßen bin ich gespannt auf die ethische Perspektive und kritische Betrachtungsweise auf die Rolle der großen Digitalkonzerne. Daher an dieser Stelle schon jetzt Dank an unsere Referenten. Ich verbinde diesen Dank auch gleichzeitig an meine Kolleginnen und Kollegen, die diese Veranstaltung vorbereitet und organisiert haben, denn ohne sie wäre sowas nicht möglich. Uns allen wünsche ich gute Erkenntnisse. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung und ich wünsche uns einen spannenden Nachmittag. Vielen, vielen Dank. Und jetzt Startschuss, ich gebe wieder an Tanita Blumenauer. Vielen lieben Dank, Herr Becker, für die spannende Einführung in das heutige Thema. Bevor wir jetzt gleich starten, würde ich ganz gerne noch ein paar Hinweise zum technischen Ablauf geben. Und zwar können Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Ihre Ansicht quasi einstellen. Ganz oben rechts im Fenster gibt es den Button Ansicht. Und wenn Sie dort draufklicken, wäre es am besten, Sie würden sich für den Sprechermodus entscheiden. So können Sie immer genau sehen, wer gerade quasi was sagt. Genau. Ja, unsere Referenten sind heute hier als Co-Moderatoren aktiv und geben ihre Bildschirmpräsentation dann frei und steuern diese auch eigenständig. Und während dieser Vorträge werden eben auch nur Präsentation und der jeweilige Referent zu sehen sein. Insgesamt würde ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch bitten, ihre Kamera auszuschalten, beziehungsweise auf jeden Fall das Mikrofon, damit eben keine Hintergrundgeräusche entstehen. Ja, aber nichtsdestotrotz haben Sie die Möglichkeit, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich zu beteiligen und zwar einmal in unserem Chat. Da habe ich heute meinen lieben Kollegen, den Marc Pawolik, mit dabei. Hallo Marc. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Jawohl, auf einen schönen und spannenden Nachmittag.
Genau, und er steht Ihnen heute zur Verfügung für alle Fragen im Chat. Sie können sich nämlich mit einer Verständnisfrage direkt im Anschluss an einen Vortrag gerne beteiligen oder auch allgemeine Fragen stellen, die wir dann gerne in der anschließenden Diskussion aufgreifen werden. Ja, und jetzt ist auch schon soweit, dass wir zu unserem ersten Vortrag kommen. Da darf ich ganz herzlich den Axel Grischek begrüßen. Der Herr Grischek ist der Chefredakteur bei der HNA in Kassel und ein paar Daten zu ihm, um ihn ein bisschen kennenzulernen. Er hat sein Studium der Soziologie und Politik auch an der Uni Kassel absolviert und war danach bei einem Volontariat beim Extra-Tipp auch in Kassel und hatte da so seine, ich nenne es mal, Leidenschaft für den Journalismus entdeckt und wurde anschließend nämlich Lokal- und Sportredakteur bei der Saarbrücker Zeitung. Anschließende Jahre hat er noch einige weitere Zeitungen mitgenommen und dort gearbeitet im Rhein-Main-Gebiet, bis er schließlich Chefredakteur der Offenbacher Post wurde und nun die letzten 2 Jahre als dieser dort agiert hat und seit dem 1. April diesen Jahres eben Chefredakteur der HNA in Kassel ist. Genau, ja, und sein Thema ist heute täglich 8 Stunden Dauerkritik über die redaktionelle Arbeit einer Tageszeitung während Corona. Herr Grischek, ich darf Sie bitten, Sie dürfen gerne starten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Vorstellung, die ich mir jetzt hier eigentlich damit ersparen kann. Vielleicht nochmal, wie gesagt, ich bin seit 1. April hier Chefredakteur bei der HNA. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich einfach, heute hier sein zu dürfen, virtuell. Und ich wurde ja angesprochen, um einen Einblick in die praktische Arbeit zu geben. Und das ist auch das, was ich gerne rüberbringen möchte. Ich möchte gerne mal zeigen, indem ich hier ein kurzes Referat halte, was so eine Tageszeitungsredaktion in so einer Krisenzeit, was die da so bewegt. Und ja, und der Herr Becker hat es schon gesagt, die Ablehnung der demokratischen Ordnung, das ist auch das, was uns sehr stark beschäftigt. Das ist auch das, worum es sich bei uns dreht und wo wir viel, viel Kraft einbringen müssen. Denn da hat sich einfach in den letzten Jahren, das hat der Herr Becker schon auch umrissen, sehr, 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 sehr viel verändert. Krisenzeiten sind für Journalisten ja immer herausfordernd, belastend, anstrengend. Aber es sind eben auch die Zeiten, die, ja, wie soll ich es ausdrücken, letztendlich zufrieden machen. Denn die Journalisten sind in diesen Phasen die zentralen Vermittler von Informationen über ein aktuelles Geschehen. Sie sind diejenigen, die maßgeblich die Relevanz von Themen innerhalb einer Krise bewerten. Sie sind diejenigen, die sie einordnen. Und sie spüren in diesen Zeiten noch viel mehr, ja, förmlich diese Verantwortung. Sie sind der Wahrheit verpflichtet, sie müssen unparteiisch sein, sie sollen die Missstände benennen und ganz, ganz wichtig, das ist auch schon in der Einführung angeklungen, sie müssen ihre Quellen danach bewerten, sind sie vertrauensvoll und glaubhaft. Und um diese zentralen Eckpfeiler geht's auch in meinem Kurzvortrag. Denn in der Zwischenzeit sind Krisen einfach anders. Für mich persönlich, und das ist jetzt wirklich subjektiv, ich kann das auch nicht beweisen und ich habe auch kein empirisches Datenmaterial oder so, aber für mich hat sich massiv etwas mit der Flüchtlingskrise 2015 verändert. Möglicherweise gab es diese Veränderung schon vorher, aber mit der Flüchtlingskrise ist sie wirklich sichtbar geworden. Und wenn man da einfach nochmal schaut, was ich eben gesagt habe, Journalisten sind nicht mehr die zentralen Vermittler von Informationen. Durch soziale Medien waren wir live auf der Balkanroute dabei, wir haben die Bilder von Grenzübergängen in Echtzeit aufs Handy bekommen und wir haben auch ganz schnell gemerkt, wie in sozialen Medien sich Gruppen formen, die sich in ihren Ansichten gegenseitig bestärken und wenig Austausch, wenig Diskussion, wenig Diskurs überhaupt zulassen. Und um den zweiten Punkt nochmal zurückzuholen,
wir Journalisten legen zwar weiterhin die Relevanz von Themen fest, aber wir sind damit nicht mehr, wie ich immer sage, Talk of Town. Der Aspekt kann noch so irrelevant sein, wenn diese Auffassung im Netz kursiert, wird uns vorgeworfen, wir würden nicht über alles berichten, wir würden Meinungen unterdrücken oder ganz bewusst Informationen unterschlagen, wenn wir eben diese Zusammenhänge nicht aufgreifen. Und unsere Einordnung, den dritten Punkt nochmal aufzugreifen, sind nicht mehr meinungsbildend oder diskussionsfördernd, so werden sie nicht mehr wahrgenommen, sondern sie werden vielmehr wahrgenommen als Beeinflussung, als ja sogar bewusste Täuschung, zu der wir, das kommt immer wieder, wird das an uns herangetragen, meist durch die Regierung, so der gängige Vorwurf, sogar gezwungen werden. Und während Qualitätsjournalisten weiterhin Quellen bewerten, ist zur Untermauerung von anderen Sichtweisen so ziemlich alles erlaubt. In der Corona-Krise war ganz oben in der Hitparade, ich nenne das jetzt mal so parawissenschaftliche YouTube-Videos. Hat man die gesehen, hatte man die Argumentationshoheit, wenn man sich darauf berufen hat. Und das macht Krisen, Großlagen, wie wir in den Nachrichtenredaktionen sagen, einfach anders. Insbesondere auch, weil es einfach eine zunehmende Emotionalisierung und eben diese ständige Verknappung komplexer Zusammenhänge gibt. Und die geben dem nüchternen Fakt einfach kaum mehr eine Chance. Und Corona hat das jetzt alles auf die Spitze getrieben. Uns als Tageszeitung, und ich spreche jetzt zwar, weil das war natürlich in meiner Zeit, in der ich als Chefredakteur bei der Offenbach Post, ich war auch in der Geschäftsführung des Hanauer Anzeigers, da habe ich das natürlich verstärkt mitgekriegt, aber ich weiß im Austausch mit den Kollegen, dass das jetzt hier in Nordhessen nicht anders war. Also das ist jetzt kein regionales Phänomen. Uns als Tageszeitung wurde so ziemlich alles vorgeworfen. Tatsachenverdrehung, bewusste Täuschung, Manipulation. Wir waren dafür verantwortlich und wurden dafür verantwortlich gemacht, wenn Kinder psychisch krank werden, weil sie nicht mehr in die Schule können oder dass Menschen durch Impfung sterben. Nur wenn wir einfach über verschiedene Maßnahmen innerhalb der Pandemie berichtet haben, geschweige denn, wenn wir es kommentiert haben. Und zur besseren Einordnung, ich habe am Montag mal ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe am Montag einen Kommentar auf der Seite 1 der HNA geschrieben. Das Thema war Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel. Und daraufhin hat unser Service Center folgende Zuschrift bekommen. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Ihr Axel Krischschick darf einen Blödsinn auf der ersten Seite verbreiten, unfassbar. Inzwischen wissen doch fast alle, dass Leute aufgrund von Krankheit fehlen, siehe Flughäfen. Nicht ein Fantasievirus ist der Grund, sondern die Leute sind krank oder gestorben, weil sie sich eben diese Giftbrühe spritzen lassen haben. Das glaubt doch inzwischen ohnehin kaum noch jemand, was sie immer noch verbreiten. Sie machen sich nicht nur lächerlich, sondern werden bei dieser Propaganda sicherlich zum Mittäter. Ich bin gespannt, wie sich solche Personen später vor Gericht herausreden versuchen. Derjenige ist kein Internet-Troll, der schreibt mit Namen, mit Telefonnummer. Und das, wie gesagt, war am vergangenen Montag, also nicht jetzt irgendwo in der Hochphase von Corona. Seitdem ich Tageszeitung mache, war für uns immer der Kündigungsgrund Nummer 1 tot. Ja, wir verlieren einfach am meisten Abonnenten, weil unsere Kunden einfach versterben. Da kann man auch marketingmäßig wenig was dagegen halten. In der Corona-Hochphase war der Kündigungsgrund Nummer 1 Ihre Berichterstattung zu Corona. Wir haben die meisten Abonnenten dadurch verloren, weil die Leser, die Abonnenten uns vorgeworfen haben, wir würden einseitig berichten.
Ich habe meinen Vortrag täglich 8 Stunden Dauerkritik über die redaktionale Arbeit einer Tageszeitung während Corona genannt, weil ich Ihnen mal verdeutlichen wollte, dass wir Journalisten bei den großen Krisen der vergangenen Jahre, wie eben jetzt die Flüchtlingskrise oder Corona, erleben, dass wir als Vermittler des aktuellen Geschehens von Teilen der Bevölkerung einfach nicht mehr akzeptiert werden. Dass uns abgesprochen wird, die relevanten Themen zu erkennen. Der typische Satz lautet, warum schreiben Sie nicht mal das? Dass uns bei der Einordnung und Meinungsbildung, ja, man muss es so sagen, niedere Beweggründe vorgeworfen werden. Und dass die Quellen wirklich in alle Richtungen gedehnt werden dürfen. Und für mich ist das eine der zentralen Herausforderungen der journalistischen Arbeit. Jetzt und sie wird das auch in Zukunft sein. Glauben Sie mir, wir sind wirklich die Letzten, die den ganzen Müll, der im Netz umherschwirrt, vom Kern der Aussagen von Akteuren in Krisenzeiten überhaupt noch trennen. Für uns als Tageszeitung, als HNA, geht es schon längst nicht mehr darum, mit Zuspitzungen, die ja gemeinhin als Sensationsberichterstattung gilt, Klicks oder Leser zu generieren. Wir haben selten in Redaktionskonferenzen oder mit Lesern Diskussionen, ob wir mit unserer Berichterstattung Grenzen überschreiten. Die Kernherausforderung bleibt wirklich die eigentliche journalistische Arbeit. Und ich muss es jetzt echt nochmal wiederholen, die Vermittlung von Informationen, das Erkennen von Relevanz, die Einordnung und die Verpflichtung der Wahrheit gegenüber und der Qualität der Quellen. Und es geht darum, diese eigentliche journalistische Arbeit gegen alle Kritik, gegen alle Strömungen da draußen aufrechtzuerhalten. Und das ist das, was in Zukunft unsere Arbeit bestimmen wird, ob es die großen Krisen wie Corona oder regionale Großlagen sind. Ich habe eben erwähnt, dass ich in meiner Zeit auch verantwortlich war in Hanau, als das Attentat dort stattgefunden hat. Ich nehme auch für mich und meinen Verlag und unseren Berufsstand auch nicht in Anspruch, dass wir alles richtig machen und bei jedem Thema richtig liegen. Ich stelle eben nur fest, die eigentliche journalistische Arbeit wird von immer mehr Menschen attackiert. Und das ist jetzt ein großer Teil unserer Arbeit geworden, sie ständig zu verteidigen. Wir setzen dagegen, wir setzen mit noch mehr Informationen dagegen, mit noch mehr Fakten. Wir versuchen noch mehr zu trennen. Wir müssen vielen Themen noch mehr Raum geben. Gerade aktuell die Antisemitismusdebatte auf der Documenta. Wir brauchen ganz viel Raum und ganz viel Platz dafür. Wir geben uns ganz, ganz, ganz viele Mühe, das eben einzuordnen, das abzuwägen. Und wir sind aber leider in dem Spagat, dass wir ständig für unsere Berichterstattung attackiert werden. Ich wollte Ihnen einfach nur mal diesen Eindruck, diesen Einblick geben und auch darauf verweisen, dass das natürlich auch mit Journalisten ganz, ganz, ganz viel macht. Und ich habe gar nicht so eine Präsentation vorbereitet, sondern ich hätte mich oder würde mich jetzt einfach freuen, wenn aus dem Chat oder aus der Gruppe einfach Fragen an mich gerichtet werden und ich die vor diesem Hintergrund, was ich jetzt dargeboten habe, beantworten kann. Ich bedanke mich deswegen schon jetzt für die Aufmerksamkeit. Und zum Abschluss nochmal, für uns Journalisten freue ich mich trotz allem, wenn eine Krise uns als Berichterstatter fordert. Für uns alle wünsche ich mir aber, dass es in Zukunft ein bisschen weniger Krise gibt. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank, Herr Krischek, für Ihre Ausführungen, für den spannenden, sehr freien Vortrag. Sehr interessant, mal einen Einblick in den Alltag einer Tageszeitung zu bekommen, gerade zu Corona-Zeiten. Also ich war eben schon sehr erstaunt, als ich diesen Kommentar da gehört habe, mit was Sie sich quasi auch alltäglich beschäftigen müssen. Ja, die Fragen sammeln wir nochmal und gehen dann gerne in der Diskussion nochmal drauf ein. Vielen Dank, Herr Krischek. Ja, an dieser Stelle machen wir dann direkt weiter mit unserem zweiten Vortrag und da darf ich Herrn Professor Dr. Christian Schicher begrüßen.
und möchte gerne auch noch ein bisschen ihn vorstellen. Er absolvierte zunächst sein Studium mit den Fächern Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Philosophie an der Universität Essen und ist seit 2015 Professor für Medienethik am Institut für Theater- und Medienwissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg. Zudem ist er auch renommierter Wissenschaftler, Autor, Referent, Berater sowie auch Medienexperte und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen Medienethik, Medienskandale und auch politische Kommunikation. Ja, und er wird uns heute in das Thema Kriegsberichterstattung und Ansprüche an den Friedensjournalismus einführen. Lieber Herr Schicher, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie sehen alle meine Präsentation. Ja. Das ist schön, dann gehe ich da relativ zügig durch, bin auch gerne bereit, die zur Verfügung zu stellen, wenn die quasi im internen Kreis bleibt und nicht im Internet auftaucht, weil das ja mit den Bildrechten immer etwas schwierig ist. Ja, das ist der Titel, Sie haben den Titel bereits genannt, das ist die Gliederung, das hat immer den Vorteil, dass Sie dann wissen, wann Sie es überstanden haben. Also ich werde einige grundlegende Aufgaben des Journalismus skizzieren und an das anknüpfen, was bereits gesagt worden ist. Aus meiner Perspektive als Medienethiker geht es natürlich um Normen und Zwänge des Medienhandels. Also als Medienethiker oder angewandter Ethiker bin ich immer im Spannungsfeld zwischen Ideal- und Praxisnormen unterwegs. Also einerseits geht es um Theoriebildung aus einer wissenschaftlichen Perspektive, aber natürlich um die Umsetzung in der Praxis. Ich werde mich tatsächlich dann auch auf die Kriegsberichterstattung und auch auf den Ukraine-Krieg beschränken, ein kurzes Fazit skizzieren, Literatur zeigen und dann haben Sie es auch überstanden. Ja, es gibt im Grunde genommen immer wieder Zitate, die auftauchen oder Slogans oder Sprüche, wie immer man das nennen mag, unter anderem der von Herrn Augstein, der mal Spiegelchef war, sagen, was ist. Das war für den Spiegel insofern erforderlich, als es dann den Relotius-Skandal gegeben hatte, einen sehr stark ausgezeichneten Reporter, der bei seinen Reportagen es mit der Wahrheit offensichtlich nicht so genau nahm, was mich natürlich immer schmerzt, weil ich natürlich ein Verfechter des Qualitätsjournalismus bin und immer, wenn Qualitätsmedien, und da hat es eben den Spiegel, die Süddeutsche Zeitung, den Stern und auch andere erwischt, wenn die mit Skandalen konfrontiert sind, ist natürlich dieses Misstrauen, was Herr Gritschak bereits erwähnt hat, natürlich sofort da und dann ist von Lügenpresse, Mainstreampresse und alles Mögliche die Rede. Ja, ein zweites Zitat, wobei man gar nicht weiß, ob es wirklich ein Zitat ist. Ich habe letzte Woche einen Vortrag von Bernhard Börksen gelauscht und der hatte gesagt, das wäre gar kein Zitat von Hans-Joachim Friedrichs, sondern für ein Buch missbraucht worden vom Verlag, hätte man ihm diesen Spruch untergeschoben. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Also da geht es um Haltung, um Engagement und ähnliches mehr. Und was er, glaube ich, gemeint hat, also ich habe viel zu diesem Zitat gelesen, ist, dass eine gewisse Distanz vorhanden sein muss, was natürlich schwierig ist, wenn man sich speziell in diesen Kriegszeiten mit Begriffen wie Neutralität beschäftigen möchte. Ja, Haltung ist ein weiterer Slogan von einer Journalistin, die heftig attackiert worden ist, Anja Reschke, die das Medienmagazin ZAPP gemacht hat, Panorama moderiert und auch in den Tagesthemen Kommentare spricht und dafür eben auch heftig attackiert wird, wie andere Journalisten und Journalistinnen auch. Zu nennen wären vielleicht Dunja Hayali, die sich auch regelmäßig mit Hate Speech aller Art befassen und das ist dann natürlich nicht sehr erfreulich. Und ein Zitat meines Kollegen Meyer möchte ich vielleicht vorab Ihnen skizzieren, der in Eichstätt unterrichtet, Journalistikprofessor ist und sagt, Journalismus recherchiert, selektiert und präsentiert Themen, die neu, faktisch und relevant sind. Er stellt Öffentlichkeit her, indem er die Gesellschaft beobachtet, diese Beobachtung über periodische Medien einem Massenpublikum zur Verfügung stellt und dadurch eine gemeinsame Wirklichkeit konstruiert. Diese konstruktive Wirklichkeit bietet Orientierung in einer komplexen Welt. So weit, so gut wie richtig. Das gibt es, das ist der klassische Journalismus. Aber einige sagen, es ist vielleicht ein bisschen oldschool, weil wir ja der Maxime folgen. Nina Hagen hat ja mal gesungen, ich glotz TV und in dem Lied ist der Slogan, es ist alles so schön bunt hier. Und wenn man sich anschaut, wie Menschen Medien konsumieren und sich aktiv beteiligen, dann ist natürlich das Lagerfeuer durch die ARD-Tagesschau so seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, sondern wir basteln uns unsere eigenen Medienräume und tauschen uns aus. Also diese Form der Gemeinsamkeit und Integration ist natürlich in vielen Fällen gar nicht mehr gegeben.
Ja, schauen wir uns die Anforderungen an die Medienberichterstattung an. Auch dazu ist ja schon einiges gesagt worden. Ich will das im Einzelnen jetzt nicht vorlesen. Ich denke, das ist im Grunde genommen selbsterklärend. Ich will vielleicht nur einen Punkt herausgreifen, nämlich den Punkt Kontrolle und Kritik. Also Journalistinnen und Journalisten sollten distanziert und unabhängig berichten und eben auch den Mächtigen quasi auf die Finger gucken. Und wenn es da eben Verfehlungen und Missstände gibt, dann sollte auch eben darüber unabhängig berichtet werden. Die Sachzwänge der Berichterstattung sind auch klar, auch das ist bereits genannt worden. Insgesamt ist es natürlich so, dass der Medienmarkt eingebrochen ist, insgesamt der Printmarkt, aber auch viele andere Bereiche, also die Zeitungen verlieren rasant an Auflage. Und hinzu kommen natürlich grundlegende Geschichten, das komplexe Sachverhalt und dazu gehört zum Beispiel ein Kriegsfall die natürlich kaum adäquat und angemessen erläutert werden können, dass die meisten Medien in Deutschland natürlich dem Marktmodell folgen, also bis auf die öffentlich-rechtlichen Fernsehanbieter, die durch die Rundfunkgebühren eine gewisse Versorgung haben, müssen alle anderen eben über ihre Berichterstattung, Verkauf, Klicks, Abos, Werbeeinnahmen Geld verdienen, was eben häufig auch dazu führt, dass dann der Boulevard oder Boulevardanteil zunimmt. Die Konkurrenz ist nach wie vor groß und neben der Konkurrenz der klassischen Medien sind natürlich die neuen Player in Form von Influencern und Bloggern und ja, Akteuren wie Sie und ich natürlich auch dabei. Aufmerksamkeit zu gewinnen ist schwierig und die Nachrichtenfaktoren spielen natürlich auch eine Rolle. Ich habe hier mal den 11. September herausgegriffen und ein Kriegsereignis ist natürlich ein Ereignis, was die Berichterstattung extrem dominiert. Wir hatten jetzt quasi 2 Jahre Corona, jetzt haben wir seit Februar eine enorme Dominanz in Bezug auf den Ukraine-Krieg und das hängt eben damit zusammen, dass natürlich hier die Punkte, die ich hier aufgeführt habe, unglaublich relevant sind, mit der Konsequenz, dass viele andere Dinge eben nicht so stark beleuchtet werden. Darüber hinaus gibt es das Problem, dass es unterschiedliche Normen mit unterschiedlichen Zielen gibt. Natürlich kann man der allgemeinen Norm immer folgen, du sollst nicht lügen. Dann gibt es die Berufsnorm für den journalistischen Beruf, Öffentlichkeit herzustellen, aber eben auch den kommerziellen Anspruch, Sorge für die größtmögliche Reichweite und Quote. Und dass das oft eben nicht zusammenpasst, denke ich, liegt auf der Hand. Und insofern hat Bernhard Debertin hier im Grunde genommen aus meiner Sicht völlig zu Recht vor über 20 Jahren, vor 25 Jahren sogar, gesagt, dass systematische Imperative wie Rentabilität, Markt- und Zielgruppenorientierung, Konkurrenz, Zeit- und Erfolgsdruck, aber auch strukturelle Zwänge wie Organisationsroutinen, Redaktionsmanagement, Arbeitsteilung und redaktionelle Linie einem an medienethischen Werten und Normen ausgerichteten Handeln entgegenstehen können. Also das ist insofern dann genau dieses Spannungsfeld zwischen Ideal- und Praxisnorm. Jetzt kommen wir zur Kriegsberichterstattung, auch hier ein etwas älteres Zitat, auch hier nur der erste Satz. Krieg ist fernsehgerechter als Frieden, Gewalt ist fernsehgerechter als Gewaltlosigkeit. Naja, und das sagt im Grunde genommen, dass die klassische Maxime Bad News are Good News im Sinne einer kommerziellen Vermarktung natürlich einerseits dem Informationsanspruch der Öffentlichkeit geschuldet sind, andererseits aber natürlich eine gewisse Dramatisierung zur Konsequenz haben können. Und dann stellt sich die Frage, ob die Berichterstattung auch wirklich angemessen ist. Kommen wir jetzt zum Spannungsfeld der Kriegsberichterstattung. Hier haben wir also unterschiedliche Bereiche, die eine Rolle spielen, die Rezipienten, das Militär, die Journalistinnen und Journalisten und die Politik. Und das möchte ich kurz darlegen. Also was erwarten die Rezipientinnen und Rezipienten? Sie erwarten natürlich eine angemessene Berichterstattung, weil sie eben natürlich keine eigenen Erfahrungen sammeln können, erst recht nicht aus Kriegsgebieten. Und insofern ist es wichtig, dass sie da entsprechend versorgt werden. Und dem Spruch von Niklas Luhmann folgend, was wir über die Welt, ja, über die Wirklichkeit wissen, wissen wir über die Medien, gilt tatsächlich für nahezu alle medialen Zusammenhänge. Die Intention der Journalistinnen und Journalisten, das ist ja eben auch schon gesagt worden, sollte sich an normativen Kriterien der Wahrhaftigkeit, Richtigkeit, Relevanz und der Vermittlung orientieren. Ich orientiere mich da an Nadine Wilke, die sich intensiv mit dem Bereich Kriegs- und Krisenberichterstattung
beschäftigt hat, also die vernünftige Prüfung von Quellen, die relevante Darstellung von Sachverhalten, die wirklich relevant sind und nicht Klatsch und Tratsch implizieren. Und im Bezug Vermittlung könnte man natürlich auch noch Informationen mit hereinbringen, was natürlich eine zentrale Dimension der journalistischen Arbeit ist. Das Militär hingegen hat natürlich ganz andere Ambitionen. Da geht es darum, dass beide Seiten sagen, wir sind militärisch erfolgreich und es wird verschwiegen, dass eben die Misserfolge natürlich auch vorhanden sind. Dann wird versucht, die gegnerische Seite entsprechend negativ darzustellen, den Gegner falsche Aussagen vorzuführen und das soll natürlich dazu beitragen, dass nach innen und nach außen eine entsprechende Wirkung vertritt und die Politik selber, die dann irgendwann zugeben muss, wenn es einen Krieg gibt, dass eben politische Anstrengungen nicht ausgereicht haben. Wir hatten ja die Debatten, dass mehrere Staatschefs zu Herrn Putin gereist sind, an dem berühmten Tisch gesessen haben, leider ohne Erfolg und dass dann im Grunde genommen, wenn so ein Krieg über die Bühne geht, natürlich versucht werden muss, das auch zu legitimieren, dass der dann auch stattfindet, in der Hoffnung, dass das Ganze natürlich dann trotzdem hoffentlich mal ein Ende hat, dass es Verhandlungsoptionen geben wird. Ja, die Journalisten und Journalistinnen, die vor Ort sind, da gibt es ganz viele Korrespondenten und Korrespondentinnen. Eine der bekanntesten, die viele Kriege im Irak zum Beispiel begleitet hat, war Antonia Rados, die dann entsprechend live zugeschaltet war, teilweise dramatisch mit Bombengeräuschen im Hintergrund und dann eben Informationen quasi direkt von der Front geliefert hat. Die Frage ist immer nur, wie informativ war das und wie viel Hintergrundinformation konnte hier geleistet werden. Also man hat insgesamt, wenn Sie sich Kriegsberichterstattung anschauen, speziell in Bezug der eingebetteten Reporter und Reporterinnen, natürlich erstmal große Gefahren. Die eingebetteten Reporter und Reporterinnen sind davon abhängig, dass das Militär sie beschützt. Und natürlich gibt es entsprechend reduzierte ökonomische Ressourcen vor Ort. Die mediale Vernetzung ist aufgrund der technischen Beschränktheit ein Punkt. Und natürlich ist man auch sozial im Grunde genommen in der Blase dann vor Ort im Kriegsgeschehen. Und deshalb ist man abhängig von der Seite, die man da mit vertritt. Also quasi die eine Kriegspartei, die einen da mitschleppt, wenn ich das mal so sagen darf, aber natürlich auch von politischen Institutionen und Entscheidungsträgern. Ja, vielleicht noch ein Punkt zum Bereich Kriegs- und Sprache. Da wird stark mit Euphemismen gearbeitet und das finde ich hochgradig problematisch, speziell wenn es natürlich um Parteilichkeit geht. Ich räume ein, dass es extrem schwierig ist, im Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine neutral zu bleiben, objektiv zu berichten. Aber man muss, glaube ich, ein Stück weit aufpassen, dass man da nicht so Vokabeln vermittelt, die Parteilichkeit suggerieren, wie Friedensmission, Friedenskämpfer, Spiele, Metaphern, die Dinge verharmlosen, Poker, Schach, Strategie oder auch Naturmetaphern wie Blitzkrieg, Wüstensturm. Das sind alles so Begrifflichkeiten, die beschönigen und die im Grunde genommen die Dramatik, den Ernst des Krieges auch nicht darlegen. Und wenn man schreibt, dass Soldaten und Flugzeuge nicht zurückkehren, im Grunde genommen aber schreiben sollte, dass die eben bei Kriegseinsätzen verstorben sind, dann sind das unterschiedliche Kategorisieren. Die Ästhetisierung von Waffen beispielsweise finde ich auch sehr, sehr problematisch, genau wie historische Analogien, dass dann Putin ständig mit Hitler verglichen wird und Ähnliches mehr. Auch der Begriff des Völkermordes sollte aus meiner Sicht differenziert betrachtet werden und dann die Entmenschlichung von Kriegsverbrechern, die dann als Bestien bezeichnet werden, finde ich nicht unbedingt hilfreich, genauso wie Verallgemeinerung. Und damit komme ich schon zum Thema Krieg und Bilder. Dieses Bild ist tatsächlich 50 Jahre alt. Sie werden es alle kennen. Es ist ein Bild, was im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben ist. Kim Puk, das nackte 10-jährige Mädchen auf der Flucht vor den Napalmbomben. Und dieses Bild ist ausgezeichnet worden. Der Fotograf, der dieses Bild gemacht hat, hat dem Mädchen damals geholfen. Und bis heute sind beide unterwegs, gegen Krieg zu demonstrieren, aufzuklären, Vorträge zu halten und Ähnliches mehr. Ja, und das ist ein Schlüsselbild, was Sie alles kennen, der wahnsinnig lange
Schreibtisch, der auch teilweise in der Satire eine große Rolle gespielt hat. Also die Distanz, die hier zwischen den beiden Politikern auch visuell zum Ausdruck gebracht wird, ist natürlich schon sehr bezeichnet. Der Präsident, der sich regelmäßig in Anzug, Krawatte an die eigene Bevölkerung, aber natürlich auch an die Weltöffentlichkeit richtet. Im Gegensatz zu Herrn Zelensky, der sich von Anzug und Krawatte verabschiedet hat, jetzt Militärdress, wenn aber auch keine Militäruniform trägt und sowohl bei politischen Veranstaltungen, NATO, EU, diversen Parlamenten, aber auch bei nächtlichen Ansprachen an die eigene Bevölkerung in diesem Outfit unterwegs ist und zusätzlich auf die Straße geht, um zu dokumentieren. Er ist quasi live vor Ort und nutzt Selfies und eigene Videos, also eine sehr professionelle und moderne Form der Berichterstattung. Ich hatte selber, nachdem dieses Bild in der New York Times erschienen ist, eine ganze Reihe von Anfragen bekommen, was ich denn davon halte, dass da die Gesichter von Kriegsopfern zu sehen sind, die hier auf diesem Bild allerdings verpixelt sind. Bei der realen Ausgabe der New York Times waren die zu sehen. Ich persönlich vertrete immer die Auffassung, dass natürlich das Grauen des Krieges auch visuell gezeigt werden muss, dass man aber grundsätzlich Opfer nie identifizieren sollte. Es gab hier ein weiteres Bild, da war nur die Hand eines Opfers zu sehen und dieses Bild hat zunächst nicht die Möglichkeit gegeben, quasi über Gesichtserkennung zu wissen, wer es ist. Dann hat aber die Tochter der Verstorbenen tatsächlich ihre Mutter dann entsprechend in die Presse, in die Medien gebracht und es war klar, um wen es sich handelt und es gab entsprechende Debatten und Diskurse und Anschlussformate. Ja, und was natürlich ganz wichtig ist, ist das, was die Kriegsreporter machen. Hier Max Levin, der selber als Kriegsreporter und Kriegsfotograf vor allen Dingen in der Ukraine unterwegs war, der ums Leben gekommen ist bei einem Bombenangriff und der eben ganz unterschiedliche Bilder gemacht hat, die unter anderem im Spiegel gelandet sind hier von zerstörten Gebäuden, von zerstörten militärischen Einrichtungen, LKWs, die Bevölkerung, die geflüchtet ist, teilweise mit Taschen und Haustieren, die Menschen, wie sie in Kiew und an anderen Städten gelebt haben. Und er war an der Front, war selber im Schützengraben, hat hier Bilder gemacht, Bilder von Soldaten in der Ukraine, aus der Ukraine und Begegnungen zwischen Menschen. Der Blick aus dem bombardierten Haus ins Freie. Und dann die Situation, wo eben Familien und die Väter, die dann kämpfen mussten, quasi an einem Ort waren. Menschen, die gelitten haben und hier nochmal zerstörte Panzer, Kämpfe und ähnliches mehr. Ja, und damit komme ich auch schon zum Schluss, zu dem, was vielleicht hoffentlich auch ein konstruktiver Anteil sein sollte, worauf ich hinaus möchte. Was ist eigentlich guter Friedensjournalismus? Natürlich ist es wichtig, Hintergründe aufzuzeigen, Gewaltursachen zu erforschen, historische, politische, ökonomische und kulturelle Zusammenhänge darzulegen, auch Expertisen außerhalb der üblichen Menschen, die immer wieder in den Medien auftauchen, zu Rate ziehen, aber natürlich Profiteure benennen, selbstreflektiv und selbstkritisch auch zu berichten, wenn man sich irrt, wenn man Fehler macht, wenn man auch Dinge einfach nicht weiß. Sachzwänge aufzeigen, also einfach darzulegen, in welcher Situation man sich befindet. Ein sensibler Umgang mit Bildern und Sprache ist genauso wichtig wie Nichtwissen zu artikulieren. Und die Kategorie Gründlichkeit vor Schnelligkeit ist nach wie vor eine Forderung, die aus meiner Sicht wichtig ist. Also nicht irgendwas behaupten, was nicht geprüft wurde oder gar abzuschreiben aus anderen Kanälen. Und ganz wichtig, die Kategorie Empathie, wie Susan Sonntag so schön sagte, das Leiden der anderen zeigen, ist aus meiner Sicht auch wichtig. Und insofern sollte Friedensjournalismus natürlich auch rechtzeitig ansetzen, keine Hochberichterstattung sein, auch wenn der Schutz der eigenen Journalistinnen und Journalisten durch Soldaten einer Partei bewerkstelligt ist. Es sollten unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden, sensibel mit der Sprache umgegangen werden und natürlich sollten auch Stereotypen und Vorurteile aufgezeigt werden. Ja, kurz gegenübergestellt, Kriegsjournalismus bezieht sich oder beschränkt sich auf Krieg, Gewalt, Propaganda, Sieg und Elite, während Friedensjournalismus zusätzliche Kategorien, die ich hier aufgeführt habe,
berücksichtigen sollte und natürlich ganz stark eine Lösungsorientierung, die natürlich jetzt aktuell extrem schwer einzuschätzen ist, mit auf die Agenda setzen sollte. Ich habe das in zwei Büchern in Teilen auch etwas weiter ausgeführt. Einmal der Band Medienethik, der 2019 erschienen ist, und der Band Bildethik 2021. Da ist das stärker ausdifferenziert. Ansonsten empfehle ich eine ganze Menge Literatur. Vielleicht greife ich eine Autorin nochmal raus. Das ist Nadine Bilke, die sich seit Jahren sehr intensiv und sehr konstruktiv und ja einfach sehr kenntnisreich mit dem Thema beschäftigt. Und damit ja, bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, ganz lieben Dank, Herr Dr. Schicher. Ich habe schon beobachtet, die Chat-Funktion wird fleißig genutzt und einige Fragen gestellt. Der Herr Grischek ist auch schon fleißig am Antworten, aber vielleicht könnten wir auch das mit ans Ende für die Diskussionsrunde nehmen. Aber ich habe schon den Kollegen mit dabei, denn auch an Sie, Herr Schicher, wurden einige Fragen gestellt. Marc, wie ist denn so der Stand der Dinge? Ja, also von meiner Seite natürlich auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Bildschirm und natürlich an die Referenten. Ja, es gab schon eine rege Diskussion und ich würde gleich mal die erste Frage an den Herrn Professor Schicher weiterleiten. Und zwar, wo sehen Sie denn die Grenze zwischen Sensationsgier und einer notwendigen Sensibilisierung der Leser bzw. der Zuschauer? Ja, also Sensationsgier wird ja mit Begriffen verbunden wie Voyeurismus, wie Affekt, wie Aufregung. Also das sind so Dinge, wo zumindest der Verdacht besteht, dass es vielleicht den Berichterstattern und Berichterstatterinnen nicht unbedingt um die Sache geht, sondern tatsächlich um die Aufregung, die natürlich gleichzeitig Quote, Klicks, Aufmerksamkeit und kommerziellen Erfolg darstellt. Also was im klassischen Sinne Boulevardmedien häufig machen, das ist eben nicht die Hintergrundorientierung, die informationsspezifische Orientierung ist, sondern dass ganz stark auch über Personen versucht wird, also Verkörperung, Personalisierung, Dinge, die schwer zu erläutern sind, darauf zu begrenzen. Also das wären für mich Kategorien, wo ich sagen würde, das ist sehr, sehr problematisch, also die pure Fokussierung auf den Effekt, auf die Dramatik, auf die Opfer, die halte ich für problematisch. Also aus meiner Sicht muss immer noch zusätzlich so etwas wie ja eine Information, ein gewisser Anspruch in Bezug auf Aufklärung, sage ich mal etwas pathetisch, mit dabei sein, um jetzt nicht so die reine Sensation in den Fokus zu rücken, sondern ja einfach zusätzliche Infos zu geben. Okay, dann vielen Dank erstmal dafür, für die Einordnung. Ich sehe, wir kriegen weitere Fragen. Also wir werden nachher auf jeden Fall noch in der Diskussion Zeit haben. Ich würde jetzt trotzdem noch eine aufnehmen. Wie bewerten Sie denn den Umstand, dass nahezu alle unsere aktuellen Kriegserscheinungen, wie Krisenerscheinungen, wie Klima, Flucht, Migration sowie Pandemie, weniger sich als momentane Ereignisse darstellen, sondern sich eher als Prozesse begreifen lassen, die viel schwieriger aufzuarbeiten und darzustellen sind? Die Frage ging auch an mich, oder? Auch an Sie, ja, genau. Ja. Ja, das ist eben das große Problem, dass wir hier in unterschiedlichen, ich würde mal sagen, nicht Sprachspielen ist ein schlechter Begriff, aber dass wir in unterschiedlichen Kontexten agieren. Also ich bin natürlich als privilegierter Wissenschaftler, der dann mal eben sich 1-2 Jahre Zeit nehmen kann für ein Buch oder ein Forschungsprojekt oder mehrere Wochen und Monate Zeit hat, um einen Artikel oder Beitrag zu schreiben, natürlich extrem privilegiert. Das geht Herrn Grischek etwas anders, der natürlich täglich und teilweise im Stundenrhythmus oder noch schneller da einen ganz anderen Anspruch hat. Und es ist natürlich schwierig, und das haben wir auch bei Corona gesehen. Bei der Kriegsberichterstattung ist es klar, da ist es kein Problem, entsprechende Bilder zu finden und diese Bilder zu zeigen. Bei Corona haben wir dann immer irgendwelche komischen Modelle von einem Virus gesehen und da ging es kaum. Und bei Klima ist es genauso. Da kann man natürlich Klimabilder, da kann man Erklärungen, da kann man Prozesse auch visuell einfangen. Aber im Grunde genommen sind diese Dinge kaum zu fassen. Das ist das eine Problem. Ein zweites Problem, und da schließe ich mich natürlich mit ein, ich bin natürlich als Wissenschaftler genauso wenig Virologe, wie das die meisten Journalisten und Journalistinnen sind. Also wir
sind da aus der Beobachterperspektive in unserem eigenen Dunstkreis, in unserer eigenen Glocke oder Blase oder vielleicht in unserem eigenen Kenntnisstand auch gefangen. Also es gibt ja erfreulicherweise durchaus Journalistinnen und Journalisten, die auch im Bereich Naturwissenschaft gearbeitet haben. Also ich nenne den Kollegen Bormer aus Dortmund, der dann auch in der Lage ist, zum Beispiel naturwissenschaftliche Zusammenhänge oder medizinische Zusammenhänge zu begreifen, was natürlich in der Corona-Zeit und auch in der Klimakrisenzeit wichtig war. Aber diese Übersetzungsleistung hinzukriegen, das fällt, glaube ich, zumindest meiner Wissenschaftsdisziplin und teilweise auch dem Journalismus schwer. Ja, vielen Dank, Herr Professor Schiecher, für die ausführliche Beantwortung der Frage. Wie gesagt, nachher geht es weiter in der Diskussion und ich übergebe wieder an Frau Blumenauer. Ja, danke, lieber Marc, für die intensive Chatbetreuung. Ich freue mich, dass das so aktiv genutzt wird. Und ja, vielen Dank auch nochmal an Sie, Professor Dr. Schiecher. Wir treffen uns am Ende in der Diskussion nochmal wieder und würden jetzt weitermachen mit unserem dritten und somit letzten Vortrag. Und ich freue mich nun auf Dr. Martin André und möchte auch ihn natürlich gerne kurz vorstellen. Ja, nachdem Herr André sein Studium und die Promotion an der Uni Köln absolviert hat, ist er dort nun auch als Privatdozent für digitale Medien tätig. Er ist außerdem Digitalexperte und Autor und seine Forschungsschwerpunkte sind digitale Medien, Fake News, Marketing und PR, Medienwirkung sowie Medienkritik. Ja, und er wird uns heute zum Thema Conflicts of Interest, die Rolle der Digitalkonzerne im Kontext des Ukraine-Kriegs beleuchten. Lieber Herr Dr. André, Sie dürfen gern beginnen. Und einmal die Stummschaltung aufheben, bitte. Im Größten vielen Dank. Dann übernehme ich jetzt. Sie müssten meinen Bildschirm jetzt erkennen können. Ist das so? Ja. Super. Sehe. Also, ja, was ist die Rolle der Digitalkonzerne im Ukraine-Krieg? Bevor ich diese Antwort gebe, werde ich erstmal 2 bis 3 Kontexte geben, einfach nur, damit Sie wissen, wo ich so herkomme. Denn wir werden sehen, dass das eben essentielle Bestandteile sind, um das in einem vernünftigen Zusammenhang zu beleuchten. Der erste Kontext ist natürlich ja, was ist denn die Situation in Bezug auf die Digitalkonzerne in den westlichen Demokratien. Man muss jetzt da als Hintergrund wissen, ich beschäftige mich seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Konzentrationsbildung. Das ist natürlich ein sehr kritisches Thema bei den Digitalkonzernen. Wir denken hier an das Thema digitale Monopole. Und ich habe da sehr viel zu geschrieben. Ich hatte eigentlich immer ein Hauptproblem, ich konnte das nie beweisen. Es ist nämlich nicht ganz trivial, das zu beweisen. Weil wenn Sie das beweisen wollen, dann müssen Sie erstmal eine Totalitätsmessung durchführen. Das reicht auch nicht Befragung. Sie müssen den kompletten Traffic in einem Land vermessen und Sie müssen das über alle Devices tun. Da habe ich mich 13 Jahre mit rumgeplagt, habe es dann aber am Ende tatsächlich hinbekommen. Das ist in diesem Buch erschienen, Atlas der digitalen Welt. Das ist zwar ein dickes Buch, aber eigentlich war meine Hauptintention tatsächlich, dieses Thema der Konzentrationsbildung nachzuweisen. Das heißt, eigentlich können Sie sagen, das ganze Buch, das können Sie in nur einem einzigen Chart, in einer einzigen Darstellung visualisieren. Und das ist die folgende Darstellung. Denn Sie sehen hier, das war das Ziel meiner Messung. Sie müssen wissen, dass hier repräsentativ 300 Millionen Impressions auch durchkodiert vermessen wurden. Und Sie sehen hier nichts anderes als den gesamten bundesdeutschen Traffic auf allen Domains, die existieren. Und Sie haben die stärkste Domain ganz links, das wäre hier YouTube, und dann geht es halt immer weiter nach rechts. Jetzt sagen viele Leute, wenn ich dieses Chart zeige, ja, aber Herr André, wo ist denn überhaupt der Graph? Ich kann den Graph gar nicht sehen. Das liegt ganz einfach daran, dass der, wie Sie sehen, weitestgehend zusammenfällt mit der X- und der Y-Achse. Was wiederum bedeutet, dass es sehr, sehr wenige Player gibt, die sehr, sehr viel Traffic haben und fast alle anderen haben nichts. Natürlich war das damals meine Intention, genau das zu beweisen. Ich hätte niemals gedacht, dass das in dieser Radikalität rauskommt. Wer das ist, das können Sie sich denken, das sind diese Player. Das war eh klar. Aber wenn Sie dann hingehen und alle diese Domains vermessen haben, dann können Sie natürlich auch hingehen und wissenschaftlich den Monopolbildungsgrad in einem solchen Markt berechnen. Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, aber keine Sorge.
Ich mache das ganz einfach. Sie würden diesen Monopolbildungsgrad berechnen mit dem sogenannten Gini-Koeffizienten. Ja, aber es ist ganz einfach. Ein Gini-Koeffizient von 0 heißt, alle haben dasselbe. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, jeder hat dasselbe Vermögen. Das ist quasi Kommunismus. Da hätten Sie einen Wert von 0. Ein Gini-Koeffizient von 1 wäre die maximal denkbare Ungleichverteilung. Ja, das heißt, in einer Gesellschaft hätte eine Person das gesamte Vermögen und alle anderen hätten 0. Wir haben für den gesamten bundesdeutschen Traffic haben wir das ausgerechnet. Als das rausgekommen ist, habe ich gedacht, ich habe mich verrechnet. Ich habe meinen Co-Autor gebeten, es nachzurechnen. Und ich habe tatsächlich sogar nochmal einen Statistiker gebeten, es nachzurechnen, weil ich das Ergebnis nicht glauben konnte. Es ist nämlich der Wert von 0,988. Das heißt, wenn Sie es rein mathematisch betrachten, sind wir von einer Situation nicht weit entfernt, wo wir eigentlich kaum noch Vielfalt haben, weil eben die gesamte Mediennutzung auf einer, sag ich mal, Handvoll Plattform stattfindet und der Rest sieht halt nichts. Das ist auch für Sie sehr bedeutsam im journalistischen Bereich, weil Sie eigentlich alle auf eigenen Domains auch unterwegs sind und versuchen, da Traffic zu bekommen. Sie müssen sich das vorstellen wie so eine schwarze Loch-Dynamik. Das heißt, diese schwarzen Löcher der Digitalkonzerne, die ziehen den ganzen Traffic und da haben Sie eigentlich fast keine Chance. Das sehen Sie eben auch dann daran, dass wir eben auch journalistische Angebote hier vermessen können. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Sie haben hier ein Ranking, die reichweitenstärksten oder aufmerksamkeitsstärksten Formate. Da sehen Sie zum Beispiel spiegel.de, 18 Minuten. Jetzt würden Sie denken, 18 Minuten ist ja gar nicht so schlecht, aber es sind eben 18 Minuten nicht am Tag, sondern 18 Minuten im Monat. Und das sind auch nur die Leute, die spiegel.de nutzen. Und schauen Sie sich mal an, jetzt wenn Sie schon bei der Süddeutschen sind, das ist ja fast gar nichts. Das ist mikroskopisch gering. Und was noch schlimmer ist, Sie erinnern sich vielleicht an die frühen Utopien, dass die Digitalisierung eben dazu führen würde, dass wir ganz viel Blogger haben, dass wir Citizen Journalism haben. Wir haben auch alle deutschen Blogs vermessen und das ist so katastrophal, dass man es fast nicht glauben mag. Ich zeige Ihnen einfach nur diese Zahl hier unten links. Da sehen Sie die Netto-Reichweite nicht von diesen 10 Blogs, sondern von allen Blogs in Deutschland. Was wiederum bedeutet, dass 86% aller Menschen in Deutschland niemals einen Blog verwenden. Niemals. Und wenn Sie sich das anschauen, das ist die Nutzungsdauer der Top-Blogs in Deutschland. Das sind wenige Minuten im Monat. Das heißt also, um das ganz klar zu sagen, die Digitalkonzerne sind eigentlich dabei, sich unser Mediensystem unter den Nagel zu reißen, weil wir ja alle auch wissen, dass die analogen Medien immer mehr abschmelzen. Das heißt, die Mediennutzung wird in Zukunft immer weiter zu den digitalen Medien wandern. In den digitalen Medien haben wir monopolistische Verhältnisse und von daher können wir davon ausgehen, dass in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren den Digitalkonzernen ein Großteil der Mediennutzung in unseren westlichen Demokratien gehören wird. Das ist jetzt schon zu einem großen Teil der Fall. So, der zweite Kontext, der wichtig ist, beantwortet eigentlich schon ein bisschen die Frage, ja, wie konnte das überhaupt passieren und wieso haben wir das denn geschehen lassen? Wie kann das sein? Weil das kriegen wir ja alle mit. Wir kriegen das jeden Tag mit und trotzdem ist es erstens passiert und es ist zweitens auch kein Thema. Es ist auch kein Thema in der Presse. Und meine Erklärung ist die, ich nenne das die Ideologie des Internet und ich erzähle das kurz an einem Beispiel. Sie kennen wahrscheinlich diese berühmte Stanford-Rede von Steve Jobs. Sie wissen, dass er da auch seine eigenen sozusagen ideologischen Wurzeln nennt. Ja, das war eben Stuart Brand, der Whole Earth Catalog und diese ganze kalifornische linksintellektuelle und technologiefreundliche Bewegung, die Ende der 60er Jahre eigentlich gestartet hat. Und ich könnte jetzt ganz viel darüber sprechen, aber Sie kennen diese eigenartige Mixtur aus, ich sag mal, New Age, ein bisschen Esoterik, positives Verhältnis zu Technologie, dann das Thema Kybernetik, Systemtheorie, ja, Kreativität, ein bisschen Yoga noch drin, ja, all das, was eben so diese Internetideologie ausmacht. Und wir könnten das jetzt weiterverfolgen in den Cyber-Utopien, wie das dann eigentlich bis heute ausgewachsen ist. Und ja, das können Sie dann auch heute weiterfinden, wenn Sie zum Beispiel sich so ein Video anschauen, wie das über das Metaverse von Mark Zuckerberg. Ja, und ich habe auch mal so ein Mapping mitgebracht von dieser Internet-Ideologie. Die Ursprünge sind eigentlich, sag ich mal, Konzepte von Revolution, die Kleinen gegen die Großen,
die Piraten, Guerilla, Werte wie Demokratie, Aufklärung, Gleichheit, Freiheit, Wachstum, Gemeinschaft, Kollaboration, Sharing, Emanzipation und dann finden Sie so symbolische Archetypen, also all das, was Sie jetzt damit verbinden, wie zum Beispiel eben diese kalifornischen Subkulturen, New Age, das Thema Selbstoptimierung, Utopie, auch dieses Motiv des Aussteigers, denken Sie an Steve Jobs, der war ein Dropout, Kommune, Kunst, Universität, das Bild von Science Fiction. Und daraus entsteht so eine typische ideologische Gut gegen Böse Welt. Die kennen Sie alle, ja? Das heißt, was ist gut und was ist schlecht? In der Internetideologie ist der Cyberspace damals, heute würde man sagen, Internet gut, Staat ist doof, Vernetzung ist gut, Hierarchie ist schlecht, Interaction, Participation toll, Autorität schlecht, Empowerment, Voice gut, Elite schlecht, direkter Zugang super, Gatekeeper, ne, das sind auch die klassischen alten Medien sozusagen, das ist schlecht, Sharing, Open Source super, Eigentum ist schlecht, Freiheit toll, Kontrolle schlecht, Transparenz super, Zensur schlecht und so weiter und so fort. Ja, und dann können sich auch erklären, warum zum Beispiel Milliardäre und Manager von riesengroßen Konzernen in Hoodies auftreten, warum die Sneaker tragen, warum die Büros dieser Konzerne teilweise aussehen, innen drin wie so ein bisschen Garage-mäßig, warum da Graffiti an der Wand ist. Sie verstehen, warum wir Modelle haben in der Wirtschaft von Disruption, von Hacking, Open Source und so weiter und so fort. Ja, das ist ja erstmal alles toll. Ich würde Ihnen auch sagen, dass ich mich selber mit ganz vielen dieser Werte identifiziere. Aber es gibt hier natürlich ein Problem. Denn diese Internetideologie dient natürlich dem, was eigentlich seit allen Zeiten Ideologie gebracht hat. Es dient der Legitimation von Macht. Und da würde ich gerne auch in diesem Vortrag mal ein Zitat von Marx Engels bringen. Jede neue Klasse, also in Klammern hier die Digitalkonzerne, die sich an die Stelle einer vor ihr herrschenden Klasse stellt, ist genötigt, schon um ihren Zweck durchzuführen, ihre Interessen als gemeinschaftliche Interessen aller Mitglieder der Gesellschaft darzustellen. Also das eigentlich vorzutäuschen, als ob die eigenen Interessen die Interessen von allen sind. Also ideell ausgedrückt, ihren Gedanken die Form der Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig vernünftigen, allgemeingültigen darzustellen. Und das ist genau das, was passiert. Ja, das heißt, wir haben hier Milliardenkonzerne, die gerade unser Mediensystem übernehmen. Die reden über Freedom, Empowerment, Participation, Community. Und wenn man sich überlegen würde, ja, wie sieht so jemand aus, der das erzählt, dann würden wir eigentlich wahrscheinlich sowas zeigen. Ne? Also das ist alles total schön an der Oberfläche, aber wir haben ja gesehen, was sie tun. Das heißt, sie tun alles, um unser Mediensystem zu übernehmen und deswegen müsste man das, was dahinter steht, eigentlich eher so als Darth Vader zeigen. Und deswegen ist es eben auch die Frage, ob wir diesen ideologischen Schein, ob wir den akzeptieren sollen. So. Und jetzt kommt der dritte Kontext, den wir brauchen. Und da greife ich zurück auf Studien von Evgeny Morozov, der eben zeigen konnte, dass dieses Ideologiethema ganz wichtig ist im Kontext von Revolutionen und Kriegen. Und zwar ist es so, dass wenn Revolutionen oder Kriege stattfinden, dass westliche Medien gerne diese Kriege in einem solchen Narrativ darstellen. Also die coole digitale Technologie gegen die böse Gewalt, die Tweets gegen Bomben, die Blogger, die Dissidenten, die sich gegen ein autokratisches System eben wehren. Ja, und dann ist das ein Prozess, der normalerweise dargestellt wird, es ist ein Zustand autoritärer Repression. Ja, und der soll zu einer demokratischen Befreiung führen. Und auf diesem Weg ist es so, dass digitale Technologien und damit natürlich auch die Digitalkonzerne dazu beitragen sollen, diesen Prozess zu bewältigen in einem positiven Sinne. Jetzt ist es auch so, dass das ist gar nicht jetzt meine These, sondern das ist eher Morozov, dass Morozov natürlich darauf hingewiesen hat, dass all das, was man mal Twitter Revolutions genannt hat oder ähnliche Prozesse, also wo man angenommen hat, dass Digitalisierung in Gesellschaften mit autokratischen Regimes oder in Diktaturen zu einer demokratischen Befreiung
führen könnte. Ja, hier Beispiele von ihm sind Iran, China, Afghanistan, Ägypten, Syrien. Ja, das relativ katastrophal ist, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Wenn man sich anschaut, was in allen diesen Ländern passiert ist, ist es so, dass in allen diesen Ländern nach wie vor Diktaturen herrschen. Und es ist tatsächlich so, ich habe gestern Abend mich noch gefragt, ob ich ein positives Beispiel finde. Also analog jetzt dem Fall der Mauer zum Beispiel, also wo man sagt, irgendwie eine autokratische Gesellschaft ist in ein nachhaltig demokratisches System übertragen worden durch digitale Technologien, dass mir kein Beispiel eingefallen ist. Vielleicht fällt Ihnen eins ein. So, was ist jetzt natürlich da interessant? Ich habe jetzt mal diese ideologische Vorgabe von Morozov genutzt und habe jetzt mal mir angeschaut, okay, wie sieht das in einem Nachrichtenmedium aus? Ich habe mir Spiegel.de genommen, das hat jetzt nichts mit Spiegel.de zu tun. Ich habe es einfach nur genommen, weil es das größte Online-Nachrichtenmedium ist, was ich hier auftreiben konnte. Man hätte jetzt ähnliche Analysen bei anderen Medien genauso machen können und wollte mal schauen, inwieweit findet sich diese Ideologie hier wieder in der Berichterstattung. Und ja, ich war fast überrascht, wie gut das funktioniert. Also ich zeige Ihnen jetzt auch nur ein paar Snippets. Also da ist davon die Rede erstmal, dass wir es der digitalen, dezentralen Infrastruktur zu verdanken haben, dass das ukrainische Internet immer noch steht. Sie sehen auch hier schon direkt Elon Musk. Sie sehen hier, dass es auch als Informationskrieg oder als Handykrieg bezeichnet wird. Wir sehen das Thema, ich nenne das mal Krieg der Hacker, dass sehr viele Freiwillige hier in einen Cyberkrieg ziehen, dass Hacker und Aktivisten gemeinsam genannt werden. Wir sehen, dass durchaus betont wird, dass die Digitalkonzerne eben das Russlandgeschäft aus dem Russlandgeschäft aussteigen. Wir sehen, dass die Aktivitäten der Digitalkonzerne gegen Russland sehr ausführlich dargestellt werden. Also Twitter hilft den russischen Nutzern, die Zensur zu umgehen. Wir sehen hier auch zum Beispiel, Google hat eine russische Hackertruppe beobachtet und gibt dann die Informationen an die NATO weiter. Wir sehen hier kuratierende Aktivitäten von Facebook und Meta, also /Facebook/Meta, die hier gelobt werden. Wir sehen die Aktivitäten der Digitalkonzerne zum Beispiel gegen Russia Today, gegen das russische Staatsfernsehen, das Sperren von Kanälen von Kriegsleugnern. Wir sehen zum Beispiel auch, dass positiv hervorgehoben wird, dass Microsoft in Bezug auf Cybersecurity hilft. Ja, Meta erscheint hier als Opfer von russischer Repression. Wenn es verboten werden soll oder wenn eine alternative Rostgram eingeführt werden soll statt Instagram. Wir sehen auch dieses Narrativ Technologie gegen Autokratie. Clevere Software, die man am Handy benutzen kann gegen die Unterdrückung, die Darstellung der Ukraine als hochdigitalisierten Staat. Wir sehen diese positive Darstellung von Influencer in der Kriegsberichterstattung, die ja auch dann Warfluencer genannt werden. Ja, sehr viel über Elon Musk natürlich, der durch Starlink eben die Konnektivität in der Ukraine sichergestellt hat. Grassroots-Aktivitäten, Netzaktivisten, die hier unterwegs sind, hier eine Musikerin, die jetzt für ihr Land kämpft. Wir sehen Handy-Nachrichten auf Smartphones. Wir sehen einen Teenager, der Flüge von Oligarchenjets twittert. Oder unten links zum Beispiel Open Source Intelligence, die Leute, die das alles posten. Ja, und was mich besonders fasziniert hat, ist, dass man, das war jetzt mal einfach so ein Snapshot über die, diese Berichterstattung, dass die aber durchaus eben auch von ukrainischer Seite sozusagen dieses Narrativ auch quasi abgefordert wird. Ich habe hier ein Zitat von dem ukrainischen Digitalminister, das ist Mikhailo Fedorov, der sagt, wir brauchen Ihre Unterstützung. Im Jahr 2022 ist moderne Technologie vielleicht die beste Antwort auf die Panzer und Raketen. Also es ist genau das Narrativ, was Morozov beschrieben haben und was dann eben auch von westlichen Medien aufgegriffen wird. Ja, und was passiert da? Wir haben das vorhin gesehen, wir haben sowieso
die Ideologie des guten Internet. Sie erinnern sich an die Verkleidung. Das heißt, wir haben Digitalkonzerne, die dabei sind, unser Mediensystem zu übernehmen, die sich verkleiden als die Guten. Und jetzt haben wir auch noch einen Konflikt, einen bewaffneten Konflikt, in dem sich dieselben Digitalkonzerne eigentlich sehr erfolgreich darstellen als edle Retter im Kampf für die Freiheit. Und man könnte ja auch sagen, die tun das ja auch tatsächlich. Das, was die Presse da berichtet, ist ja auch tatsächlich der Fall. Das ist ja nicht falsch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum tun die das? Und die Antwort ist relativ einfach. Denn die Antwort ergibt sich in meinen Augen, wenn man sich die ökonomische Bedeutung Russlands für die Digitalkonzerne anschaut. Es ist nämlich relativ einfach. Es ist in Russland anders als in den westlichen Demokratien, wo sie eben nicht diese Vorherrschaft der westlichen Digitalkonzerne haben. Sie haben hier mit Yandex oder VK durchaus starke Angebote in dem russischen Ökosystem. Und das ist auch ganz interessant. Sie können ja einfach, sind ja berichtete Zahlen, Sie können ja überprüfen, wie groß ist denn eigentlich der Umsatzanteil von Russland in dem Gesamtspiel der Digitalkonzerne. Und der Anteil ist verschwindend gering. Das heißt, Sie sehen das mal hier, für Apple ist es 0,5%, für Microsoft ist es 0,06%, für Meta ist es 1,5%. Das heißt, um es ganz plakativ zu sagen, in dem gesamten Spiel der Digitalkonzerne spielt Russland überhaupt keine Rolle. Deswegen ist es für sie auch überhaupt kein Problem, sich hier als edle Ritter zu positionieren, weil es natürlich ein wunderbares PR-Stück ist für sie und was auch bestätigt, dass durch tatsächliche Handlungen, dass sie sich sozusagen für die gute Sache einsetzen. Ja, aber was natürlich in Wirklichkeit passiert, ist, dass das passiert. Ja, das heißt, durch die digitale Transformation wird einfach immer mehr Mediennutzung bei den Digitalkonzernen stattfinden. Das wird in Zukunft genauso sein wie jetzt. Da können wir eigentlich fast nichts mehr machen. Und mit jedem Quartal, wo wir digitale Transformationen erleben, fällt den Digitalkonzernen eigentlich unser Mediensystem in den Schoß, ohne dass sie was tun müssen. Und das dekorieren sie dann eben mit diesen Werten. Ja, was dann natürlich trotzdem problematisch ist und deswegen auch Conflicts of Interest. Ich habe natürlich mit Bedacht diesen Titel gewählt, weil es sind Conflicts of Interest. Die Öffentlichkeit interessiert sich für Konflikte, aber es sind natürlich auch Interessenskonflikte. Denn ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Wenn es tatsächlich so ist, dass wir eine Internetkonnektivität in der Ukraine nur noch gewährleisten können, weil Elon Musk und Starlink helfen, und wenn wir dazu noch bedenken, dass wir seit Jahren lesen über die Tatsache, dass die Digitalkonzerne westlichen Regierungen helfen bei dem Thema Cybersecurity, was übrigens jetzt auch im Fall der Ukraine-Krise ein riesengroßes Thema ist, weil die Digitalkonzerne, vor allem Microsoft, hier direkt aktiv sind, dann sehen wir, wie stark dieser Interessenskonflikt ist. Denn eigentlich sind westliche Regierungen hier nicht mehr frei. Sie sind eigentlich schon abhängig von den Digitalkonzernen. Das heißt, stellen Sie sich jetzt mal vor, falls irgendwann mal die Medien über dieses Thema berichten würden oder Politiker anfangen würden, genau das in Frage zu stellen, wie sollen westliche Regierungen darauf antworten, wenn sie sich eben von den Digitalkonzernen in Bezug auf Cybersecurity helfen lassen und hier schon Abhängigkeiten bestehen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine Überbewertung? Ist das von mir, ist das wirklich so krass, wie ich es hier dargestellt habe? Und ich höre die Frage auch häufiger. Und deswegen würde ich gerne mit einer kleinen Anekdote schließen. Ich habe das erste Mal im Jahr 2012 in den Massenmedien über einen längeren Aufsatz über dieses Thema berichtet und auch davor gewarnt. Das war im Jahr 2012 und ich habe diesen Beitrag damals genannt, das Ende der digitalen Utopie. Ja, und ich zeige Ihnen jetzt mal den Aufsatz, wie der erschienen ist. Der sah nämlich so aus. Der hieß, Liebling, das Netz schrumpft. Das ist was Sie dann haben, wenn Redaktionen sagen, okay, die machen natürlich den Titel selber und das war damals eigentlich so ein Schenkelklopfer und wurde als so unbedeutend wahrgenommen, dass man gedacht hat, okay, wir machen das mehr so ein bisschen als Scherz. Also Liebling, das Netz schrumpft, das ist schon gar nicht so schlimm, das wird schon nicht so schlimm kommen.
Ja, und was halt faszinierend ist, seit dem Jahr 2012 hatte diese Zeitung hatte 240.000 Auflage. Auflage ist jetzt bei 70.000. Und ich habe einfach mal spaßeshalber gecheckt, wie sich der Umsatz, nicht der Firmenwert von Facebook seitdem verändert hat. Und der ist seitdem um einen Faktor von 22 gestiegen. Und von daher ist das jetzt das Ergebnis. Und deswegen ist es so, dass ich, seitdem ich diese Messung gemacht habe, da selber ein bisschen zum Aktivisten geworden bin, weil ich das fast nicht glauben konnte, wie drastisch diese Ergebnisse sind. Ja, und ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Super, ganz, ganz lieben Dank, Dr. André, für diesen sehr spannenden und sehr aufschlussreichen Vortrag. Eine klasse PowerPoint, wie ich finde. Jetzt haben wir schon alle drei Vorträge gehört und ich würde gerne mit allen in die Diskussion starten wollen. Das heißt, wir holen mal unseren Chatmaster, Herrn Pawolek, mit dazu und auch gerne die beiden anderen Referenten, Herrn Schicher und Herrn Krischek. Und ja, es sind natürlich einige Fragen gezielt zu Vorträgen gestellt worden. Ich würde mich allerdings trotzdem freuen, wenn wir eine richtige Diskussion ins Rollen bringen könnten und sich auch die anderen, sofern thematisch möglich, daran beteiligen können. Und eben, wenn Sie sich beteiligen möchten, wäre es vielleicht in dieser Sache jetzt ganz gut, wenn Sie über Handheben-Funktion sich melden könnten. Jetzt suche ich gerade selber diese Funktion, so ist das, ne? Man findet es unter Reaktionen in der unteren Zeile. Da kann man Hand heben. Ne? Also wir stellen jetzt quasi Fragen direkt an einen von Ihnen. Und wer dazu gerne sich noch beteiligen möchte, könnte über Handheben mir das signalisieren. Ganz lieben Dank. Ja, dann es gab direkt eine Anschlussfrage zu Herrn André. Und zwar wurde gesagt, es ist ja ein sehr düsteres Bild, was Sie dort auch zeichnen. Und was können wir denn tun? In Klammern Regulierung, Aufklärung, Fragezeichen. Ja, also ich kann dazu ganz klar die Antwort geben. Erstmal, das sind nicht die Digitalkonzerne, die das schuld sind, sondern wir sind das schuld. Denn wenn ich Regeln schaffe, wo ich sage, zum Beispiel Hunde müssen an der Leine bleiben, aber bei Wölfen ist es egal, was die machen, ich habe keine Regeln, da muss ich mich nicht wundern, wenn die Wölfe einfach das tun, was sie tun. Warum ist die Situation so, wie sie ist? Weil die Medien über dieses Thema nicht berichten. Das heißt, wenn Sie sich anschauen, worüber Medien berichten, dann werden Sie sehen, dass sie über Fake News berichten, über Populismus. Sie werden darüber berichten, ob digitale Medien abhängig machen oder ob Instagram dazu führt, dass junge Mädchen magersüchtig sind. Es ist aber so, dass Medien nicht über dieses Thema berichten. Das ist nicht auf der Agenda, was mich sehr wundert, weil es hier natürlich darum geht, dass die Medien selber abgeschafft werden und dass das natürlich selber eine feindliche Übernahme der Medien selbst ist, über die die Medien nicht berichten. Und deswegen ist es auch so, dass die Politik nichts tut, denn Politiker agieren ebenfalls in einem Markt. Und Politiker werden Themen aufgreifen, die von den Medien in die Schlagzeilen gebracht werden. Das sehen Sie sehr schön am Thema Klimawandel. Wir haben jetzt eine sehr starke grüne Partei, die sozusagen politisch Ernte einfahren kann, dadurch, dass sie Themen aufgreift, die von den Medien angeboten wurden als Thema. Und dadurch, dass die Medien über dieses Thema nicht berichten, ist es in der Öffentlichkeit auch kein Thema. Und deswegen müssen wir als Medien eigentlich sagen, dass wir es selbst schuld sind, weil wir zu Zeiten, wo wir stark genug gewesen sind, diese Zustände anzuprangern, eigentlich nichts unternommen haben. Okay, also Fazit eher negativ in der Richtung. Vielen Dank für die Ausführung zu dieser Frage. Ich hoffe, wir haben sie damit auch beantwortet an denjenigen, der sie im Chat gestellt hat. Und ich würde ganz gerne jetzt eine Frage an Herrn Schicher stellen, und zwar von Ingrid Scheithauer. Da ging es um den Friedensjournalismus. Sie sprach, wow, das sind aber wirklich Riesenherausforderungen für den Friedensjournalismus, gleich noch Lösungsansätze zu entwickeln. Gibt es dazu aus Ihrer Sicht, Herr Schicher, ein überzeugendes Beispiel? Also das überzeugende Beispiel gibt es, glaube ich, nicht. Ich denke, es ist wichtig, in die Formate zu gucken. Ich hatte ja das Bild von Antonia Rados als Kriegsreporterin gezeigt. Und wenn wir uns eben die üblichen Brennpunkte angucken zum Ukraine-Krieg, ich bleibe jetzt mal nur beim Fernsehen,
dann sind das die immer gleichen Protagonisten und Protagonistinnen, die immer gleichen Aussagen und Schreckensbilder und Endlosschleifen zeigen. Das ist alles wichtig und richtig und angemessen und vor allen Dingen auch aktuell. Aber der Friedensjournalismus sollte ja, und da sind wir so ein bisschen auch im Bereich der Reflexion und der Sensibilisierung darüber hinausgehen. Deshalb ist es mir halt wichtig, ich meine, ich komme jetzt selber aus der Wissenschaft und habe alle Privilegien, die damit zu tun haben. Das geht der André ebenso. Er kann also auch auf das Oeuvre jetzt erstmal von den letzten 10 Jahren oder so verweisen und hat Zeit für Studien und kann all das bringen. Also Herr Grischik guckt mich da sicherlich zu Recht dann etwas komisch an, wenn ich jetzt sage, wir müssen quasi einen langen Atem haben. Das passt ja mit Journalismus nicht zusammen. Aber konstruktiver Friedensjournalismus ist eben genau der, der im Rahmen der Hintergrundberichterstattung dann doch eine Einordnung vornimmt, der historische Expertisen anfügt, der einfach auch mal Formate entwickelt, die nicht nur tagesaktuell eine Rolle spielen, sondern darüber hinaus einiges liefert. Und das können natürlich öffentlich-rechtliche Medien machen. Das können beispielsweise auch Qualitätsmedien machen, die ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, um das zu machen. Aber ich räume tatsächlich ein, dass es da jetzt die Dimension so nicht gibt. Es ist aber auch nicht die Aufgabe des Journalismus, letztendlich das zu machen, was eigentlich Politik machen sollte. Und das knüpft eigentlich, glaube ich, ganz gut an das, was Herr André auch gesagt hat. Auch der Journalismus hat natürlich nicht die Möglichkeit, letztendlich da für Regulierung zu sorgen. Der Journalismus sollte berichten über das, was ist, aber der Journalismus, und das habe ich gesagt, das haben Sie auch gesagt, ist eben abhängig von Werbekunden. Also wenn ich mir heute die Neue Zeit praktisch, ich stamme ja aus der Kreidezeit, wie Sie ja meinem Hintergrund auch entnehmen, also ich kaufe mir die Zeit jeden Donnerstag am Kiosk und das Erste, was rausfällt, ist das Google-Magazin. Und warum fällt das heraus? Weil das Google-Magazin natürlich unter anderem ein wunderbarer Werbekunde ist und ganz viele Medienanbieter auch Werbekunden für die gebeutelte Medienbranche, also die journalistische Branche darstellt. Also man spricht ja auch gerne, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Journalismus und die Big Player, die Sie genannt haben, ein und dasselbe sind, aber man sagt ja auch gerne irgendwie was mit Medien, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus und dann gibt es komische Allianzen zwischen Spiegel und Bild-Zeitung, wenn es um Pressefreiheit und solche Geschichten geht. Also die kritische Reflexion auf die eigene Zunft, auch wenn das natürlich unscharf ist, die ist nicht besonders ausgeprägt. Also es wird eher versucht, so eine Art Solidarität zwischen Medienbetrieben aller Art zu nehmen. Und natürlich sind nahezu alle Anbieter Medienbetriebe. Das gilt für die Süddeutsche, die Bild-Zeitung, genauso wie für Twitter, Facebook, Amazon, Google oder was auch immer. Das sind alles irgendwie Medienbetriebe und interessanterweise versuchen ja Google, Amazon und andere, auch da in diesem klassischen Medienbereich auch noch einzudringen. Das machen die auch nicht, weil sie den klassischen Journalismus oder die Aufklärung retten wollen, sondern weil sie die Finger im Teich haben wollen. Also ob sie mit einer Rakete irgendwo hinfliegen oder in anderen Bereichen arbeiten, genauso wie der Springer-Konzern eben versucht, stärker in den Werbebereich und solche Sachen einzudringen. Das sind alles Verflechtungen und da geht es letztendlich natürlich um die Besetzung von Ressourcen, von Einflüssen, von Aufmerksamkeit und all diesen Dingen. Also insofern bin ich Ihnen dafür den Vortrag sehr, sehr dankbar, weil der eben sehr, sehr schön aufgezeigt hat, was gerade ist, also wie die Situation sich darstellt und wie stark wir da ökonomisch positioniert sind. Und das, was Marx und Engels gesagt haben, trifft genauso zu wie das, was man bei Ihnen sehr schön anknüpfen könnte mit John Rawls, eine Theorie der Gerechtigkeit, wo es um Urzustand, Schweigen, des Schleier des Nichtwissens geht. Wenn man sich eine Gesellschaft bastelt, müsste man genau auf die Situation derjenigen gucken, denen es eben nicht so gut geht, um da vielleicht Handlungskonzepte zu entwickeln, die sinnvoll sind. Aber das ist in erster Linie jetzt erstmal Aufgabe der Politik und in zweiter Hinsicht Aufgabe der Regulierung. Da tut sich einiges im EU-Parlament, das weiß Herr André sicherlich besser als ich. Und da tut sich auch im Wissenschaftsbereich, Sie haben ja einige Studien genannt, einiges, aber das ist komplett unterdimensioniert, da stimme ich völlig zu. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Schicher, für diese Ausführung. Der Herr Grischek hat sich, glaube ich, darauf gemeldet und möchte was sagen. Ja, ich kann das nur, was die Vorredner gesagt haben, unterstützen und ich mache da auch gar keinen Hehl draus, dass es genau so ist. Und ich will einfach nur nochmal für die zuhören, die Dimension der Verzwickung darlegen. Denn wir als Medienhaus, wir standen vor ein paar Jahren ja an der Frage, wie können wir unsere Online-Nutzer auf unserer Seite erhöhen, wie können wir sie loyalisieren und so weiter und so weiter. Und wir haben da ganz viele Modelle probiert. Wir,
neue Angebote geschaffen. Das war so eine Zeit, da sind wir alle rausgelaufen, haben Videos gemacht, weil wir gesagt haben, ja, mit holen wir die Leute alle auf unsere Webseite. Aber am Ende des Tages hat sich dann herausgestellt, dass es das in diesem Moment Erfolgreichste für uns ist, wenn wir unsere SEO-Tätigkeiten optimieren, wenn wir bei Google ein gewisses Ranking erreichen und den kurzzeitigen Erfolg, den wir damit haben, der dann über eine extrem erhöhte Reichweite sich auch eingespielt hat, die wir sonst alleine nie erreicht hätten, die hat jetzt dazu geführt, dass wir von den Algorithmen, die Google vorgibt, letztendlich komplett abhängig sind. Wir haben Portale, die haben wir innerhalb von 6 Monaten auf 18 Millionen Page Impressions gekriegt, die wir einfach aus dem Nichts gemacht haben, die heute irgendwo in der Bedeutungslosigkeit rumdümpeln, weil die Algorithmus und die Vorgaben oder die Details, die Google belohnt, wir mit dem Portal einfach nicht mehr erfüllen können. Ja, dann auch von meiner Seite vielen Dank für die Ausführung. Ich muss nochmal dazu sagen, im Chat wurde bereits fleißig diskutiert. Das freut uns natürlich sehr, aber wir wollen jetzt nochmal mehr Fragen hier mit in die Diskussion nehmen, damit auch alle wirklich die Meinung der Referenten mitbekommen. Genau, ich würde dann gleich mit einer weiteren Frage anschließen und gebe die auch in die komplette Runde, und zwar ein Kommentar. Ich denke, dass wir uns schnell darauf einigen können, dass guter Journalismus in Krisenzeiten wichtig ist. Ich sehe neben den benannten Krisenherden aber auch den Journalismus in einer Krise. Es soll einerseits informieren, aufklären, die Meinungsbildung unterstützen und relevante Vorgänge kritisch begleiten und aufklären. Auf der anderen Seite ist er zugleich Marktteilnehmer, der von den sozialen Netzwerken in den Sachen Themensetzung und Schnelligkeit unter Druck gesetzt wird. Dieser Spagat führt aus meiner Sicht dazu, dass in der Tagesberichterstattung verstärkt zu schnell, zu skandalisierend, zu vorhersehbar in Gut und Böse unterteilt und letztlich zu wenig kontrovers agiert wird. Sehen Sie das anders? Ich hoffe, ich habe Sie jetzt mit dieser langen Frage bei der Hitze nicht überlastet, aber bin gespannt auf Ihre Antworten. Wer möchte was dazu sagen? Ich kann da gerne kurz zu anfangen. Ich habe da vor kurzem auch selbst eine Studie zugemacht, und zwar zu den Inhalten von etablierten Nachrichtenmedien auf Social Media. Logischerweise nehmen die nicht dieselben Nachrichten, sondern die werden eigens für Social Media dann, ich nenne das mal, frisiert. Und wir haben nichts anderes gemacht, als gecheckt, wie hoch dann der Clickbait-Anteil ist. Und das waren alles seriöse Nachrichtenmedien, also nicht so irgendwie Bild-Zeitung oder sowas, ja. Und sie haben da jetzt schon Clickbait-Anteil zwischen 15% und 50%. Was mit anderen Worten bedeutet, dass Nachrichtenmedien dieses Dilemma komplett verstehen. Das kann man den Nachrichtenmedien auch nicht vorwerfen, weil sie natürlich in einem Clickbait-Umfeld stehen. Das heißt, sie verstehen, die Nachrichtenmedien verstehen selbst am besten, dass dann der Wettbewerb eben von süddeutsche.de oder von welt.de eben nicht spiegel.de ist, sondern auch Fake News und dergleichen mehr. Und deswegen ist das eben auch faszinierend zu sehen, dass durch diese Veränderung die Nachrichtenmedien selbst in den digitalen sozialen Netzwerken zu Clickbait zu werden drohen, weil sie sich den Regeln dieser Aufmerksamkeitsökonomie stellen müssen. Die haben eigentlich überhaupt keine Wahl. Okay, dann vielen Dank dafür. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ich weiß nicht, ob die beiden anderen Referenten noch etwas dazu sagen möchten. Ja, ich kann dem, was der André gesagt hat, letztendlich kann ich ihn da nur unterstützen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir als regionale Tageszeitung natürlich einen sehr hohen Wert auf lokale Nachrichten legen. Und wir in diesem Umfeld natürlich nicht komplett frei, aber dann doch noch unabhängiger agieren können. Das hilft uns. Ich will das nicht wegdiskutieren, was der André gesagt hat, und dass es auch letztendlich so ist. Aber es ist in einem lokalen Umfeld noch nicht so dramatisch,
wie es, sage ich mal, in der großen Weltberichterstattung ist. Was ich aber noch hinzufügen will, ist, ich will auch mal ein bisschen Hoffnung machen, dass natürlich wir auch gucken, wir haben da auch zig Dashboards hängen und schauen natürlich genau an, welche Nachricht, wie aufbereitet, entwickelt sich wie. Und daraus versuchen wir zu lernen. Und dann geht es manchmal sogar so weit, dass es dann halt die Handlungsanweisung für alle Kollegen ist, es so zu tun. Und jetzt zum Beispiel haben wir gerade die Erfahrung gemacht, dass Erwartungshaltungen in Überschriften zu formulieren, die Kunden, die Nutzer nicht mehr anspricht. Sondern momentan schulen wir, das geht manchmal sehr schnell mit den Schulungen, aber momentan bringen wir unseren Online-Redakteuren bei und sie setzen es so um, dass Klarzeilen, also genau die Nachricht in der Überschrift, das ist, was der Nutzer am ehesten klickt. Vielen Dank. Ich sehe, der Professor Schiecher möchte auch etwas dazu beitragen. Ja, ich möchte natürlich auch Hoffnung machen, weil ja auch schon gesagt worden ist, also gerade in Krisenzeiten haben speziell Qualitätsmedien durchaus hohe Reichweite, Klicks, Erträge, Einschaltquoten, Verkauf von traditionellen Produkten. Das läuft schon ganz gut, aber es gibt natürlich grundlegende strukturelle Probleme, wie beispielsweise die Bezahlschranke, die eben nicht konsequent umgesetzt worden ist. Also da ist ja beispielsweise Springer relativ schnell ganz weit vorne gewesen, die dann gemerkt haben, dass diese Umsonstmentalität, guter Journalismus wird quasi umsonst in die Welt geworfen, ein Problem darstellt. Und das Problem ist ja bis heute vorhanden. Und insofern ist natürlich das Niveau auch ganz unterschiedlich. Also Herr André hat sich ja mit Spiegel und Spiegel Online beschäftigt. Also es gibt schon erhebliche Unterschiede, ob Sie sich eine Spiegel-Ausgabe haptisch am Kiosk kaufen und sich da die Beiträge anschauen oder ob Sie bei Spiegel Online unterwegs sind, was nach wie vor natürlich eine enorme Reichweite hat, auch eine relativ große Qualität hat. Aber die Qualitätsunterschiede zwischen der Printausgabe und der Online-Ausgabe, die sind schon eklatant. Und das sieht man unter anderem auch darin, dass beispielsweise relativ wenig Leute aus im Online-Bereich dann in den Chefetagen des Spiegels eine Rolle spielen und wenn dann nur für kurze Zeit, weil da tatsächlich auch noch ein erheblicher Niveauverfall dazu offensichtlich ist, wobei natürlich auch der Spiegel merkt, dass durch die reine Printauflage langfristig ein Überleben nicht möglich ist. Also das ist ein grundlegendes strukturelles Problem, aber ich denke, das Kernproblem ist natürlich, wie kontrolliert man solche Entwicklungen? Und da ist natürlich angesichts der Menge und der Fülle der Angebote, die da sind, ein riesengroßes Problem da ist. Das können weder die Landesmedienanstalten retten, noch kann das Korrektiv retten oder auch wir als Nutzer oder irgendwelche Algorithmen können es, glaube ich, retten. Also das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage, wie können wir letztendlich fragwürdige Entwicklungen, beginnend bei Fake News bis hin zum Clickbaiting, wie können wir das in den Griff kriegen? Ich habe da offen gestanden keine befriedigende Antwort, aber ich sehe ja sehr viele kompetente Kolleginnen und Kollegen, also vielleicht hat jemand eine gute Idee von Ihnen. Also vielen Dank, als kleines Fazit, die Hoffnung lebt und damit gebe ich weiter an Frau Blumenauer. Ja, jetzt hat der Herr Schiecher aber noch die Hand gehoben, aber vielleicht auch nur versehentlich. Okay, genau. Es kam eine weitere Frage auf, und zwar, ich glaube, an Herrn Dr. André, aber gern auch in die Runde. Warum berichten die entsprechenden Medien nicht über ihre Vernichtung durch die Digitalkonzerne? Stichwort Journalist, Journalistin sollen relevante Themen erkennen. Ja, ich freue mich extrem über diese Frage, weil die vielleicht die Tragödie meines Lebens ist. Also wie gesagt, ich habe vor 15 Jahren die erste Publikation über das Thema digitale Konzentration geschrieben. Ich konnte es nie beweisen. Und es ist sehr, sehr schwierig, das zu beweisen. Das heißt, wenn Sie solche Messungen machen wollen, wo Sie repräsentativ, in unserem Fall 16.000 Leute vermessen, auf allen Devices, komplett kodiert, über Monate, dann haben Sie da Kosten im Rahmen von einem zweistelligen Millionenbereich. Und das ist der Grund, warum es solche Studien auch nicht gibt. Das heißt, Sie haben nur Befragungen, Sie können es normalerweise nicht beweisen. Ich habe logischerweise, weil das kriegen Sie in universitärer Forschung auch nicht hin, ich habe es quasi geschafft, eine Forschungskooperation mit der GfK zu machen und da existierende Panels quasi auszuwerten.
das war eine Riesenarbeit und ich habe aber natürlich gedacht, wow, ich habe jetzt, es ist eine andere Sache, ob sie überhaupt jemand ist der Mörder oder ob sie jetzt zufällig den Film haben, wie derjenige, den die Person ermordet. Sie haben das Messer, sie haben alles komplett von vorne bis hinten dokumentiert. Also habe ich gedacht, okay, in dem Augenblick, wo man das publiziert, das gibt eine Riesenwelle. Ich kann Ihnen sagen, es ist genau gar nichts passiert. Dieses Buch ist übrigens ganz viel besprochen worden. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es ist in der Zeit besprochen worden mit der Überschrift verblüffend konzentriert. Jetzt habe ich gedacht, also ich weiß nicht, Sie haben es ja gesehen. Es ist nicht verblüffend konzentriert. Ich mache das mal in einer Analogie. Angenommen, Sie haben Zugriff auf das Hubble-Weltraumteleskop. Sie haben also kein Amateur-Teleskop, sondern Sie nutzen das Hubble-Weltraumteleskop, was analog ist mit diesen GFK-Daten. Sie halten dieses Hubble-Weltraumteleskop auf den Mond und Sie messen, der Mond stürzt auf die Erde mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Kilometern pro Stunde, sodass er wahrscheinlich in 3 Monaten in die Erde einschlägt. Dann wäre es sehr überraschend, wenn Sie dazu eine Headline finden wie Mond bewegt sich überraschend schnell. Ja, das heißt, es ist tatsächlich so, ich glaube, dass Herr Professor Schiecher da schon die entscheidenden Punkte genannt hat. Es ist erstens so, dass dieses Thema für Medien unangenehm ist, weil sie müssen über ihre eigene Schwäche berichten. Zweitens stehen die Medien in einem ökonomischen Wettbewerb. Das heißt, sie müssen gegenüber ihren Werbekunden ständig zeigen, wie stark sie sind. Deswegen produzieren Medien sogar selber noch Studien, wo sie selber zeigen, ihren Werbekunden, dass sie noch relevant sind. Sie kennen also diese Studien, es wird immer noch Radio gehört, Fernsehen ist noch relevant und so weiter und so fort. Jetzt stellen Sie sich auch mal eine Situation vor, angenommen, das Kartellamt würde mich als Experten befragen und ich würde sagen, es ist total schrecklich, schaut mal her, die klassischen Medien sterben und es würde zum Beispiel einen Gerichtsfall geben. Dann könnten die Digitalkonzerne Dutzende, sogar Hunderte von Studien ziehen, die alle von den analogen Medien selber stammen, wo die analogen Medien aufgrund der Wettbewerbssituation, in der sie stehen, selber darüber sprechen, wie stark sie sind. Und das ist genau die Krux. Und wenn die analogen Medien hier nicht über den eigenen, sozusagen über das, und es ist ja auch eine Frage des Stolzes, man spricht da ungern drüber, man zeigt lieber, dass man was Tolles geschafft hat, dass man irgendwie 20% mehr Abonnenten hat oder dass man die Digitalabos erhöht hat und so weiter und so fort. Aber die analogen Medien sind die einzigen Stakeholder, die es schaffen könnten, dieses Thema auf die Agenda zu bringen. Und sie tun es nicht. Und sie tun es konsistent nicht. Sie tun es seit 10 Jahren nicht, worüber ich persönlich extrem frustriert bin, weil ich sehr, sehr viele Jahre an Lebenszeit in dieses Thema reingesteckt habe und es aber in der Öffentlichkeit kein Thema ist und auch kein Thema bleibt. Ja, vielen Dank. Der Herr Schiecher direkt dazu. Ja, also ich kann natürlich nicht überhaupt nicht widersprechen und es gibt sehr, sehr wenig kritische Medienberichterstattung. Also ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit traditionellen Medien und dem Fernsehen und da gibt es gelegentlich schon mal im ZDF bei Zoom oder bei RTL, bei ARD, bei, auf gar keinen Fall bei RTL, bei der ARD mal kritische Studien, die sich dann mit Mark Zuckerberg, mit Google und so auseinandersetzen. Die werden im linearen Fernsehen dann auch zu nachtschlafender Zeit gezeigt, aber man hat ja die Hoffnung, über Mediatheken da an Informationen zu kommen. Das ist ein Problem. Also die hohe Komplexität dieser Medien Themen ist schwer zu greifen, zu erfassen und schon gar nicht zu visualisieren. Insofern danke an André für Ihr Vortrag. Sie haben es ja geschafft, das rüberzubringen, aber das zu vermitteln ist halt grundsätzlich schwierig. Dann legt sich schon gerne mit Google, Facebook und anderen an. Also die haben ja wenig gute Laune, wenn sie einerseits für Transparenz, Aufklärung und Demokratie plädieren, aber auf der anderen Seite eine sehr gute Rechtsabteilung haben und alle, die sich mit denen angelegt haben, die haben dann auch durchaus mal Probleme gekriegt. Also da sollte man auch nicht diese Konzerne unterschätzen. Es geht letztendlich ja um Reichweite, um Macht, um Einfluss und all diese Dinge. Das sind ja Dinge, die durchaus vorhanden sind. Und wenn ich mir insgesamt mal die Medienberichterstattung in Bezug auf Medienkritik anschaue, die in den 60er, 70er Jahren eine große Rolle gespielt hat, also Medienkritik, Foren der Medienkritik hat es da gegeben, die kann man in die Tonne kloppen. Das einzige Fernsehmagazin, das Medienmagazin ZAP, was zumindest wöchentlich im NDR um 23.20 Uhr eine Sendung hatte, ist inzwischen ins Internet gewandelt und hat zumindest einmal im Monat noch eine Sendung von einer halben
Stunde, wo dann kritisch auch durchaus über öffentlich-rechtliche Medien und den eigenen Betrieb gesprochen wird. Also was quasi übrig bleibt, und man will ja mal was Positives noch unterbringen, es gibt natürlich gute Studien, zum Beispiel von der Otto Brenner Stiftung, die sich da dezidiert engagieren und die da auf Probleme und Missstände hinweisen, die man sich auch kostenlos runterladen kann zu Medienthemen aller Art. Das ist alles sehr löblich, aber das ist genau das Problem, was Herr André dargestellt hat, und das gilt für meine Studien und meine Untersuchungen und Bücher und all diese Dinge aus. Die Resonanz ist sehr überschaubar. Also wenn Sie sich beispielsweise anschauen, welch ein Leserkreis von wissenschaftlichen Promotionsschriften oder Habilitationsschriften in Bezug auf Wirkung ausgeht, also neben der einen oder anderen guten Rezension oder guten Begutachtung in Fachmedien vor allen Dingen, bleibt da reichlich wenig hängen. Also das geht mir als Wissenschaftler auch so, wo man sich dann fragt, warum man die wertvolle Lebenszeit in eine Habilitationsschrift investiert hat, um am Ende zu sehen, dass der Output jetzt rein quantitativ in Bezug auf die dieses Buch dann auch gekauft haben, sehr überschaubar ist. Also das ist schon ein Stück weit frustrierend, und Medienpolitik ist einfach ein Thema, was wirklich nicht ganz weit oben steht, aus den Gründen, die wir, glaube ich, aber jetzt auch genannt haben. Danke. Danke Ihnen, Herr Schicher. Der Herr Krischek noch direkt dazu. Ja, ich wollte es einfach nur nochmal, weil das war ja die Frage vom Herrn André, warum berichtet da niemand drüber? Und er hat es ja zum Teil, glaube ich, schon selbst gegeben und auch herausgefunden. Ich kann es ja jetzt für regionale Tageszeitungen einfach nur sagen, wir haben gar nicht die Kompetenz, wir haben nicht ein Wissenschaftsressort, wir haben kein Medienressort, und deswegen bleibt das überregionalen Medien vorbehalten. Aber ich weiß, das ist das, was der Schicher gerade gesagt hat, dass Sie natürlich auch zunehmend gucken können, wie können Sie dieses Thema in Anführungsstrichen verkaufen. Und da ist halt nicht so viel Interesse da. Das Zweite ist auch nochmal, das hatte ich eben schon mal erwähnt, dass wir ja als Verlage auch mit Google zusammenarbeiten. Ja, wir können natürlich irgendwie nicht hingehen und sagen, Google ist jetzt nicht Google an oder die auch von da genannt wird, es war ja auch noch ein paar andere, YouTube, Facebook, sind jetzt die Bösen, wenn wir selber nutzen, wenn wir unter unseren in unseren Angeboten sagen, ja, schicken Sie uns das per Facebook oder machen Sie mit bei der Facebook-Umfrage. Ja. Und das Dritte ist, wenn der Metzger wirklich sagt, dass Fleisch nicht mehr in ist, wenn der Metzger sagt, hier, kauft es nicht mehr, werdet alle Veganer, dann schafft er sich einfach auch selber ab. Und wenn wir irgendwie sagen, wir sind ja eigentlich gar nicht mehr so stark und wir haben einfach gar nicht mehr diese Durchdringung, dann schießen wir uns ins eigene Knie. Und deswegen ist es natürlich nicht so das Top-Thema. Ja, ich sage jetzt nicht, dass das jetzt die allumfassende Antwort, aber das sind so aus meiner Sicht drei Punkte, die sicherlich eine Rolle spielen. Die sind jetzt, da gibt es wahrscheinlich noch 10 andere, aber die spielen sicherlich für so ein Haus jetzt wie meins eine Rolle. Alles klar. Vielen Dank, Herr Krischek, noch Ihnen dreien. Sehr spannend, Ihre Ausführungen zu dieser Frage. Der Herr Schicher, Entschuldigung, ich habe es übersehen. Sie wollten noch was sagen dazu. Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Also vielleicht, um dann ein historisches Beispiel noch zu ergänzen, um diese Abhängigkeiten klar zu machen. Es gab ja immer mal wieder kritische Berichterstattung über Aldi, über die Telekom, im Spiegel, in der Süddeutschen Zeitung. Und die haben dann natürlich, also auch die Anzeigenabteilung haben dann aber auch gesagt, ja, also das geht ja gar nicht, wenn ihr so kritisch über uns berichtet, dann ziehen wir die Anzeigen zurück und das trifft euch ökonomisch. Erfreulicherweise haben Spiegel und auch die Süddeutsche Zeitung das eben transparent gemacht, und das war dann zum Beispiel für die Telekom auch ein Eigentor gewesen, aber man muss natürlich realistischerweise sehen, die können natürlich überall sonst noch werben. In digitalen Zeiten sieht das ja nochmal ganz anders aus. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also diese Kooperation, das ist ja jetzt von uns dreien eigentlich mehrfach gesagt worden, also diese Verflechtung, aber natürlich auch die wechselseitige Abhängigkeit, die man schon fast als Symbiose in Teilbereichen so klassifizieren kann, die ist ein massives Problem. Und da eben Trennungen vorzunehmen, das ist erstmal eine politische Aufgabe. Aber wie gesagt, ich habe da auch keine Lösung.
Aber vielleicht, und da muss ich jetzt noch mal rein, weil das muss ich jetzt ergänzen, weil das eigentlich genau richtig ist, was Professor Shisha da sagt. Und dann haben Sie ja die Thematik, dass Sie eben erstens diese Abhängigkeiten haben von den Digitalkonzernen, dass Sie dann aber individuelle, sage ich mal, Deals haben. Das heißt, es ist so, dass die Digitalkonzerne es geschafft haben, die analogen Medien sozusagen in Einzelteile zu zerlegen. Und mit vielen Leuten, mit denen ich in den letzten Jahren gesprochen habe, die haben mir erklärt, dass es viele Medien gibt, die wieder Einzeldeals haben mit den Digitalkonzernen. Und die Digitalkonzerne sagen denen natürlich, hey, du hast einen ganz besonders guten Deal. Und ich gebe Ihnen jetzt nochmal ein Beispiel. Es gibt dann auch innerhalb der analogen Medien gibt es Animositäten. Zum Beispiel, wenn ich mit den klassischen Printmedien spreche, dann haben die ein Problem mit den Öffentlich-Rechtlichen, aus Gründen, die sie kennen eben. Ja. Aber ich habe das letztens auf einer Konferenz in der Metapher eines Krokodils genannt. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit 50 Leuten oder 100 Leuten in einem Raum. Und es ist ein sehr großes und böses Krokodil in diesem Raum. Dieses Krokodil ist 15 Meter lang und es ist ein hungriges Krokodil. Dann können Sie davon ausgehen, dass dieses Krokodil alle Teilnehmer irgendwann auffrisst. Punkt. Sie haben aktuell eine Situation, wo die eine Person denkt, ha, ich kann schneller rennen als die anderen. Also frisst das Krokodil die anderen. Die sind langsamer, die frisst das zuerst. Und dann gibt es Leute, die denken, ja, ich bin zum Beispiel ganz besonders mager. Und da gibt es hier ein paar Leute im Raum, die sind ein größerer Happen für das Krokodil. Und deswegen frisst das Krokodil mich als Letztes. Und dann gibt es Leute in dem Raum, die sind total clever und denken sich, ha, das Krokodil wird hier sowieso gewinnen, also mache ich mal einen Pakt mit dem Krokodil und mache irgendwie einen Special Deal oder egal was. Und was für mich die größte Tragödie dieser Situation ist, dass es keinerlei Initiativen gibt, weil es ist doch völlig klar, was passiert. Und sie haben keine Chance, denn was wir in unseren Messungen ja auch bewiesen haben, ist, diese ganzen Digitalkonzerne sind Gatekeeper. Und wir können nicht nur messen, wie groß ist der Traffic bei den Digitalkonzernen. Also nehmen Sie als Beispiel, wenn das jetzt bei im Alphabet-Universum 18% sind, dann kann ich nicht nur messen, wie viel Traffic ist da, sondern ich kann auch messen, wie hoch ist der Traffic, der danach wieder im Alphabet-Universum landet. Und das sind dann nicht 18%, sondern 35%. Das heißt, mit anderen Worten, die Digitalkonzerne verteilen den Traffic weiter in ihr eigenes Universum. Und da ist es total egal, was sie machen. Es ist total egal, was sie für Überschriften haben, ob ihre Artikel relevant sind. Es ist total egal, wie sie das algorithmisch optimieren oder egal was. Sie haben keine Chance. Es ist so, als ob sie in einem 100-Meter-Lauf auf Meter 0 anfangen und die anderen fangen auf Meter 80 an. Und wenn es innerhalb der analogen Medien keinerlei Anstrengung gibt, sich zusammenzutun und dieses Problem zu adressieren, wird das zu spät sein und es wird in 5 Jahren oder so, wird es dann nur noch dieses halbe Dutzend Medienkonzerne geben, die eine relevante Bedeutung haben. Sorry, das war jetzt sehr, sehr aktivistisch, aber ich meine das wirklich genauso, wie ich sage. Ich freue mich auch total, dass Sie 30 da auch anscheinend sehr einig sind auf Ihrem relativ ähnlichen Gebiet, wo Sie sich bewegen. Das ist für uns sehr spannend, das auch mal zu hören von den Experten, wie die Meinungen da doch auch aufeinandertreffen, also und auch zusammen in eine Richtung gehen auf jeden Fall. Ja, aber wir haben noch mehr Fragen tatsächlich. Wir sind noch nicht am Ende angekommen. Lieber Marc, ich darf dich bitten, da sind ja noch ein paar mehr. Du darfst gerne weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme eine weitere Frage aus dem Online-Publikum auf. So spannend wie die aktuelle Diskussion auch ist, werde ich jetzt mal einen kleinen Themenwechsel vornehmen. Die Frage bezieht sich thematisch auf unseren ersten Vortrag und der Herr Grischek ist auch bereits darauf angegangen, aber ich würde die Frage trotzdem mal grundsätzlich allen Referenten in die Runde stellen. Wie bewerten Sie den Vorwurf, dass zu Beginn der Corona-Pandemie zu einseitig berichtet wurde? Ja, ich hatte es ja geschrieben. Was habe ich denn da geschrieben? Nein, der Schiecher hatte das, glaube ich, gesagt. Wir sind ja alles keine Virologen, sondern wir holen uns die Informationen, die tragen wir zusammen in Gesprächen mit Gesundheitsämtern. Das war zum Beispiel die Fachleute in den Gesundheitsämtern waren unsere Ansprechpartner. Hier und da natürlich Mediziner, die vor Ort gearbeitet haben und
der eine oder andere hat auch Glück, einen gesehenen Virologen in seinem Verbreitungsgebiet zu haben. Und wir haben auch ganz viel natürlich mit Behörden gesprochen und daraus formt sich ein Bild. Und das geben wir wieder. Und da ist auch zu Beginn, aber auch im weiteren Verlauf der Pandemie, nicht immer alles richtig gewesen. Es war aber auch nicht richtig, was Behörden angeordnet haben. Wichtig ist halt einfach auch nur, und da lege ich schon auch Wert drauf, dass wir uns die Mühe gegeben haben, das dann auch wieder zu berichten und auch klarzustellen oder wieder einzusteigen. Und ich finde es halt nicht einseitig. Also das, der Teilnehmer jetzt an der Diskussion hat gesagt, es ist einseitig. Das finde ich eigentlich nicht, sondern wir haben da ganz viel das versucht, was in solchen Krisen halt mit den Informationen, die wir beschaffen können, möglich ist, dass wir halt ganz viel Meinungen verschiedener Art abbilden. Aber ich glaube, das, was halt schwierig war, dass es davon von Teilen oder von Teilnehmern in Diskussionen, gerade in sozialen Medien, halt einfach die absurdesten Vorschläge gegeben hat und die absurdesten Ideen. Und wir haben das nicht immer veröffentlicht, weil wir einfach innerhalb von Redaktionskonferenzen, innerhalb von Austausch auch mit anderen Kollegen innerhalb unserer Verlagsgruppe gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und wir geben solchen Meinungen keine Öffentlichkeit. Das hat einfach nach unserer Einschätzung keine Relevanz. Und das ist das, was uns dann im Nachgang und auch bis heute, ich habe das ja selber vorgelesen, vorgeworfen wird, dass wir diese Meinungen unterdrücken, dass wir ihnen eben keinen Raum geben. Und ja, und daraus folgt was. Ja. Kündigungen oder Anschuldigungen, wie auch immer. Aber ich bin für den Inhalt verantwortlich dieser Zeitung und ich bin davon überzeugt, dass wir nach dem, was wir da alles zur Verfügung haben und hatten, zu jeder Zeit das Beste rausgeholt haben. Ja, vielen Dank, Herr Grischek, für Ihre Einschätzung, gerade auch aus praktischer Sicht eines Medienschaffenden. Ich würde da gleich nochmal anschließen. Und zwar haben wir noch eine Sichtweise eines Zuschauers etwas ausführlicher auch an Herrn Grischek gerichtet. Ich würde das einfach mal vortragen. Herr Grischek plädiert für noch mehr guten Journalismus, noch mehr Fakten und fundierte Recherche. Ich kann das gut nachvollziehen, aber reicht das in einer Welt, in der genau wie von Ihnen beschrieben, Fakten einfach als Fake News negiert werden und Menschen glauben, was sie wollen und gefällt? Muss Journalismus nicht auch sehr deutlich beginnen, zu beeinflussen gegen diese Ignoranz? Muss nicht so auch die Demokratie geschützt werden, die gerade in vielen Ländern sehr bedroht wird, mit Hinblick auf die USA? Ja, also ich kann da immer nur sagen, gegen den Vorwurf von Fake News hilft einfach noch mehr Fakten, ne? Noch mehr Argumente, noch mehr Berichten, dagegenhalten. Ich kann mir eigentlich was anderes gar nicht vorstellen. Also Glaubwürdigkeit ist gerade in der Tageszeitung das höchste Gut und das müssen wir, das ist zum Beispiel auch was, wo wir noch einen Vorteil sehen gegenüber Playern im Netz, dass wir ein höheres Vertrauen genießen. Und deswegen mag ich gar nicht irgendwie, dass wir als regionale Tageszeitung anfangen, ganz bewusst Partei zu ergreifen, ganz bewusst etwa eine Diskussion in eine Richtung zu lenken, ganz bewusst uns zu positionieren, sondern eben auch ganz viel Meinungen zuzulassen, die abzubilden. Natürlich ordnen wir auch ein und sagen, wir stehen dort, aber wir versuchen halt, die Diskussion abzubilden. Und deswegen nochmal ganz gezielt darauf zu antworten, ich bin dafür, noch mehr Fakten zu liefern, noch mehr Argumente zu bringen, Menschen zusammenzubringen, Diskussionen zu führen. Und wir haben jetzt gerade in dieser Antisemitismus-Debatte gesagt, wenn die es nicht schaffen, die
die einzelnen Akteure zusammenzubringen, dann machen wir das. Dann laden wir die hier in unser Verlagshaus ein und bringen die an einen Tisch und lassen sie diskutieren. Und das ist für mich die beste Antwort auf alles das, was in diesem Bereich Fake News oder ja, wir werden nicht über alles berichten, wir werden Sachen ausblenden, was die Antwort darauf ist. Ja, vielen Dank für Ihre Antwort und das war auch schon eine perfekte Überleitung. Also es ist tatsächlich so, wir könnten noch stundenlang weiterhören, aber es neigt sich leider schon dem Ende zu. Es kommt jetzt aber noch mal eine Frage, die auch hier zu uns, zu unserer Region passt, zu Kassel. Und zwar auch an Herrn Grischek mit Blick auf die Documenta. Wie schafft es denn die HNA in dieser ja, verfahrenen oder festgefahrenen Situation Impulsgeber zu sein? Oder wie möchte die HNA das schaffen? Oder möchte sie das überhaupt? Das schafft sie. Also wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir in dieser Debatte eine andere Rolle spielen wie andere Zeitungen. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Und wir sind da bereit zu und wir treffen da auch Entscheidungen. Ja, die erste Entscheidung ist, dass wir unsere Personalstärke, die sich mit diesem Thema befasst, einfach erhöht haben. Wir haben einfach gesagt, okay, es müssen jetzt 2-3 Leute mehr daran gehen, weil da einfach so viel Diskussion ist. Wir haben ganz viel Kommentare geliefert. Wir hatten in dem kurz vor der Eröffnung und dann ging es auch gleich mit diesem Thema schon los, 5 Standpunkte auf der Seite 1 zu diesem Thema. Wir haben Menschen dazu gebracht, Akteure in dieser Diskussion dazu gebracht, sich zu äußern. Die Frau Schormann als Geschäftsführerin war die erste, die sich in Medien bei uns dazu geäußert hat. Das ist das auch wieder was dann Spiegel oder dpa auch dann benutzt. Und deswegen sind wir da schon der Impulsgeber und das möchten wir auch sein. Und wir schaffen das dadurch, wie gesagt, dass wir Leute zusammenbringen, dass wir Leute in unsere Zeitung bringen, die sich sonst in anderen Medien nicht äußern, dass wir Diskussionen fördern, dass wir uns noch stärker mit diesem Thema befassen, weil wir Personal erhöhen, weil wir weil wir die Ersten immer sind, die das auch online haben. Ja, also wenn die sich jetzt, wie gestern, die ehemaligen Oberbürgermeister Kassels äußern, dann steht das als Erstes auf hna.de und dann ist das auch morgen in einem längeren Interview mit Herrn Eichel nochmal abgebildet. Ja, und ich möchte noch dazugeben, das ist auch das, es ist anstrengend. Ja, es ist anstrengend, aber wir machen das total gerne. Wir haben nämlich richtig Bock da drauf. Und das ist das, was ich auch gesagt habe. Krisen sind anstrengend, Krisen sind belastend, aber sie fordern uns auch. Und das macht auch riesig Spaß. Und wir wollen das auch. Wir ducken uns da auch nicht weg. Das ist doch ein wunderbares Zeichen zum Abschluss. Genau. Ja, vielen Dank dafür und ich übergebe dann das Wort nochmal an Frau Blumenauer. Genau, ja, ich bedanke mich auch. Also man merkt wirklich unter Ihnen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage und zwar an den Herrn Dr. André. Und zwar wurde gefragt, Sie haben über Global Player gesprochen und auch einige aufgezählt. Die Frage ist nun, ist nicht auch TikTok mittlerweile ein Global Player? Ja, das ist super, dass diese Frage gestellt wurde, weil es gibt dann immer das eine Beispiel, das ist so wie Rauchen ist nicht schädlich, weil es Helmut Schmidt gab. Ich will da mal ein paar Beispiele nennen. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel zu Twitter, weil zum Beispiel Twitter auch häufig mal als Alternative genannt wurde. In unseren Messungen hatte Twitter aber insgesamt nur 1,5% Nutzungsanteil in allen sozialen Medien. Was übrigens ganz faszinierend ist, und da sehen Sie die Präzision dieser Messung, dass als jetzt die Übernahme geplant war und die Unternehmensbewertung im Raum stand, konnten Sie in etwa feststellen, dass dieser Anteil genau dem entspricht im Verhältnis zu Facebook. Ja? Also von daher ist es ganz interessant, dass der Anteil der Nutzungszeit auch den Anteil der Bewertung im Prinzip widerspiegelt.
Wir haben diese Messung durchgeführt im Jahr 2019, da war TikTok noch nicht so groß, aber damals war es, glaube ich, 0,5 oder 0,3% der gesamten sozialen Medien. Dadurch, dass es immer noch sehr eingeschränkt ist in Bezug auf Altersstruktur, würde ich immer noch denken, dass es, sag ich mal, unter 3% ist in der gesamten Nutzungsdauer von sozialen Netzwerken. Ja? Aber genau daran sehen Sie auch erstmal, wie wichtig ist, dass man eine Messmethode hat, dass man einen objektiven Bewertungsrahmen hat, dass man eigentlich so eine Messung jährlich durchführen sollte. Und dann ganz zum Schluss ist natürlich so, wenn es dann einmal ein Unternehmen alle 5 bis 10 Jahre schafft, sozusagen selbst wieder durch Netzwerkeffekte in diesen Club vorzudringen, heißt das natürlich trotzdem nicht, dass da freier Wettbewerb herrscht, weil der freie Wettbewerb existiert nicht. Vergessen Sie das komplett. Das heißt, Sie sind in einem Markt, wo Sie massiv benachteiligt sind und wo Sie nicht durch Regulierung gegen diese Nachteile geschützt sind, inklusive auch gegen Monopolmissbrauch, wie ich den vorhin dargestellt habe. Super, ganz lieben Dank noch für Ihre Antwort auf diese letzte Frage. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Ich freue mich, dass diese Diskussionsrunde so wunderbar war, dass Sie sich so einig waren und da gegenseitig zugestimmt haben, und möchte Ihnen ganz herzlich danken, auch für Ihre tollen Vorträge und natürlich Ihre Teilnahme hier an dieser Veranstaltung. Ich habe sehr viel mitnehmen können, es war super interessant, und natürlich danke ich auch allen anderen Teilnehmenden, dass sie hier mit dabei waren. Wir durften heute wirklich einiges darüber erfahren, vor welchen Herausforderungen ja Medienschaffende stehen, insbesondere wenn es darum um Krisenthemen wie Corona-Pandemie oder auch die aktuellen Kriegsgeschehnisse geht. Aber ich bin sicher, jeder konnte hier heute individuell für sich etwas mitnehmen. Also wie gesagt, ich habe sehr viel gelernt, sehr spannendes Thema. Und ja, falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich natürlich im Nachgang gerne an uns wenden, insbesondere gerne an mich. Ja, und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt allen noch einen wunderschönen Abend. Das Wetter spielt ja mit. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Sie das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es wieder heißt, jetzt ist Time for Media. Ganz lieben Dank. Auf Wiedersehen.